Okay, also hier vorne sind auch noch Plätze frei. Ja. Falls noch Plätze gesucht werden. Und. No. Warten wir noch eine Minute. Kommen ja immer noch ein paar Leute rein. Dann herzlich willkommen. Hier vorne sind auch noch zwei Plätze frei, nee, mehr sogar. Vier Plätze sind frei, also können noch ein paar Leute kommen. Wir müssten ziemlich genau 50 Leute sein. Mehr sind leider nicht zugelassen. Also herzlich willkommen an alle 50 zum heutigen TAZ-Abend beziehungsweise zu unserer Crossover-Veranstaltung mit Luisa Neubauer und Bernd Rieksinger. In jeder Hinsicht, also wir sind analog und digital unterwegs. Es gibt einen Livestream, also zusätzlich zu den 50 Leuten hier im Raum verfolgen uns noch 50.000 über Facebook oder so in der Größenordnung. Und wir kommen auch aus ganz verschiedenen Richtungen. Luisa Neubauer brauche ich, glaube ich, nicht vorstellen. Sie ist die bekannteste Klimaaktivistin in Deutschland. Ihnen gefällt das Superlativ nicht so, sehe ich gerade so. Aber eine bekannte Klimaaktivistin in Deutschland hat Fridays for Future quasi mit aus der Taufe gehoben, ist jetzt 24 und hat gerade einen Bachelor, habe ich richtig gesehen, Bachelor gemacht in Geografie. Sie studieren aber noch weiter im Master. Ah, genau. Also Studentin stimmt noch, ist außerdem Mitglied bei Bündnis 90 Die Grünen und bei der Grünen Jugend. Nicht mehr? Doch, stimmt auch noch. Super. Und Dankeschön, hi. Bernd Rieksinger kennt auch jeder hier im Saal, glaube ich, und jede. Bernd Rieksinger ist Bundesvorsitzender der Linkspartei. Er ist 64, war lange Zeit, kommt aus Baden-Württemberg ursprünglich, war lange Zeit Gewerkschaftssekretär, hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär bei Verdi, ist dann quasi hauptamtlich zur Linkspartei gewechselt und hat die Sommerferien genutzt, um ein Buch zu schreiben. Nicht das erste, aber wahrscheinlich das wichtigste. Der Titel, den seht ihr hier eingeblendet, System Change durch Green New Deal. Nee, der Titel ist, glaube ich, doch noch ein bisschen anders. Plädoyer für einen linken Green New Deal, also links, Betonung auf links. Genau, das ist quasi heute die offizielle Book Release Party. Also es gab schon ein, zwei Veranstaltungen, aber das ist jetzt die erste erste Veranstaltung und Party. Mit Publikum, mit Publikum und Prominenz. Ich kann mich noch kurz vorstellen. Mein Name ist Anna Lehmann. Ich leite das TAZ-Inlandsressort, auch deshalb Crossover. Also wir im Inlandsressort, wir machen eher Innenpolitik, eher Linkspartei, weniger Klima. Aber das soll sich bald ändern, denn Klima ist nun mal das wichtigste Thema. Das habe ich jetzt auch bei der Lektüre sowohl des Buches von Herrn Rieksinger als auch des Buches von Frau Neubauer gelernt. Sie haben ja letztes Jahr ebenfalls ein Buch rausgebracht. Kann ich auch sehr zum Lesen empfehlen. Liest sich ein bisschen leichter als das von Herrn Rieksinger. Das soll keine Kritik sein. Nein? Also ist vielleicht ein bisschen zugänglicher, mag auch an der Zielgruppe liegen. Genau, Herr Rieksinger. Sehr schön. Wie gesagt, Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen, sind ganz unterschiedlich sozialisiert und politisch sozialisiert. Und die Frage, die ich mir gestellt habe und die sich vielleicht auch einige von euch gestellt haben, wieso haben Sie sich sozusagen für die offizielle Buchvorstellung der Frau Neubauer ausgesucht? Sie hätten sich ja auch den Toni Hofreiter aussuchen können, die politische Konkurrenz gewissermaßen. Aber nein, es war die Klimaaktivistin von Fridays for Future. Und dazu muss ich sagen, Fridays for Future kommt in Ihrem Buch noch nicht mal besonders prominent vor. Also ich habe es zum ersten Mal auf Seite 100 entdeckt.
Ja, das ist eigentlich gar nicht so überraschend. Erstens wollte ich Sie endlich mal kennenlernen. Und das war wahrscheinlich der einfachste Weg. Aber wir haben gesagt, wir laden euch auch gerne auf unserem Parteivorstand ein. Offiziell jetzt die Einladung ausgesprochen. Aber gar nicht so überraschend, weil wir sind eine bewegungsorientierte Partei, haben nicht den Anspruch, nur in den Parlamenten was zu verändern, sondern durchaus mit dem Druck der Straße und fühlen uns dieser Bewegung sehr verbunden. Und nicht nur der, ich bin sowieso ein Gewerkschafter, der aus verschiedenen Bewegungen kommt. Ich war auch schon in der Anti-AKW-Bewegung mit aktiv, in Friedensbewegung. Also insofern überrascht es eigentlich gar nicht. Und ich sehe die Herausforderungen durch die Klimakrise als einer der wichtigsten Herausforderungen der Zukunft an, auch für die Linke. Und glaube, dass es eine entscheidende Frage ist, die wir behandeln müssen. Deswegen hat sich das, glaube ich, aufgedrängt. Schön, dass du gekommen bist. Ja, und Frau Neubauer, Sie haben der Einladung Folge geleistet. Warum? Sie wollten Herrn Rixinger auch endlich mal kennenlernen? Ja. Ja, das ist, finde ich, eine wunderbare Gelegenheit. Ich finde, dass eine unterschätzte Konsequenz Coronas ist, dass politische Räume viel weniger zugänglich sind und so Diskursraum einfach Mangelware ist. Und was jetzt passiert, ist, dass wieder ganz, ganz viel wichtiger politischer Diskurs in Talkshows verlagert wird, wo man sich dieser merkwürdigen Pro-Kontra-Ideologie verschrieben hat. Da muss jemand stehen, der den Klimawandel irgendwie gut findet und wichtig, und jemand, der das irgendwie nicht tut, oder jemand, der sagt, wir müssen irgendwie Arbeitsplätze schützen, und jemand, der sagt, ja, ich finde Kapital auch gut. Und das, ich finde es nicht hilfreich genug. Und entsprechend finde ich das wunderbar, dass langsam wieder Räume geschaffen werden, und die müssen dann aber auch eben mit progressiven Inhalten gefüllt werden. Super. Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, die einen kämpfen fürs Klima und die anderen kämpfen für die Arbeitsplätze. Aber das ist gar kein Widerspruch mehr, oder ist das vielleicht immer noch ein Widerspruch? Herr Rixinger. Ja, ein Widerspruch, der uns gerne aufgedrängt werden soll. Und gerne wird dann die Klimaschutzbewegung gegen die Gewerkschaftsbewegung oder andere ausgespielt. Ich glaube, das ist der völlig falsche Weg. Wir können beides zusammenbinden. Also wir müssen die Wirtschaft umbauen zu einer emissionsfreien Wirtschaft. Da entstehen viele neue Arbeitsplätze, wenn wir zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, gebührenfrei machen, was ja unser Konzept ist, brauchen wir viele Bus- und Straßenbahnfahrer. Die Automobilfabriken können umgebaut werden zu Mobilitätsindustrien, zu nachhaltigen. Es ist ja geradezu schizophren, dass die Bahn nicht ausgebaut werden kann, weil nicht genügend Lokomotiven, nicht genügend Waggons, nicht viele genügend Weichen geliefert werden können. Und bei der Automobilindustrie wird eine Überproduktion gemacht von SUVs und Premium-Autos. Also ich glaube, da können wir einiges tun, um das zusammenzubringen, und vielleicht kommen wir ja auch drauf, dass man Wohlstand etwas anders definieren könnte als heute. Weil Sie sagen, das wird uns aufgedrängt. Wer drängt es Ihnen denn auf? Also ich meine, das ist ja eine reale Diskussion, die auch in Ihrer eigenen Partei tobt. Naja, natürlich gibt es die Debatte auch in unserer Partei, weniger an der Basis. Es gibt die Debatte, die Linke soll nicht so sehr die grünen Themen besetzen, wir sollen nicht grüner werden wie die Grünen. Ich finde es übrigens gar nicht schlimm, wenn man grüner wird wie die Grünen, sondern soll zurück zu ihren Brot- und Butter-Themen. Ich glaube, das ist ganz falsch. Wir haben noch 15 Jahre Zeit, um die Erderwärmung zu stoppen, zumindest über das 1,5-Grad-Ziel hinaus. In diesen 15 Jahren müssen wir umbauen. Und für mich gehört soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz unweigerlich zusammen. Und zwar nicht irgendwie, wie es bei den Linken manchmal diskutiert wird, Klimaschutz aber, sondern ohne Klimaschutz gibt es keine soziale Gerechtigkeit, und ohne soziale Gerechtigkeit gibt es keinen wirklichen Klimaschutz. Sie sehen das ähnlich, Frau Neubauer. Habe ich zumindest neulich in einem Debattenbeitrag für die Taz gelesen. Aber begründen Sie es doch mal. Warum gibt es ohne soziale Gerechtigkeit kein Klimaschutz? Nee, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, Klimaschutz muss gerecht sein.
aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, der wichtigste ist, dass wir mit dieser Klimagerechtigkeitsidee halt ein Jahrzehnteprojekt verfolgen. Und das muss sich ununterbrochen extern legitimisieren. Ja, you get it. Langer Tag. Und das heißt, auf der sozusagen der Klimaschutz oder die klimagerechte Welt, die wir suchen, muss die gerechteste Welt sein, die wir nur irgendwie erreichen können. Und das ist so schön, weil in dem Augenblick, wo wir feststellen, Moment, es geht eben nicht darum, das Klima zu schützen, des Klimas wegen, sondern weil wir einen Planeten brauchen, auf dem wir sicher leben und vor allem alt werden können. In dem Augenblick lösen wir ganz, ganz viele Gerechtigkeitsfragen auf, weil was die Klimakrise eben auch ist, sie ist im Kern zunächst erstmal total ungerecht, weil eben Ursacher, Verursacher und Ursachen und diejenigen, die Konsequenzen tragen und ertragen müssen, so fundamental verschiedene Parteien sind. Die Arbeitsplatzdebatte ist in meinen Augen einerseits eine Strategie. Das ist ein Kalkül. Ich würde das sozusagen so eine Art Klima, also es gibt Klimawandelleugner, das sind Menschen, weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt groß gendern muss, die den Klimawandel oder die Klimakrise nicht so anerkennen. Und dann gibt es Klimakrisenleugner, das sind diejenigen, die sagen, das finden wir gut, aber nicht wichtig oder dringlich. Und das sind in meinen Augen die viel gefährlicheren. Und es ist genau diese Fraktion, die das Arbeitsplatzargument nutzt, strategisch, in meiner Wahrnehmung, um ein Bild zu schärfen von einer klimagerechten Welt, die so eine Kartoffelsackwelt ist. Also es wird da keine Arbeit geben, es gibt da auch nicht irgendwie was Gutes für die Menschen. Das ist dieses, ihr müsst erstmal die Telefone abgeben, da wird es auch keine Autos geben. Also diese Welt, diese dystopische klimagerechte Welt, die ganz strategisch aufgebaut wird als Gegenargument. Und ein ganz wichtiger Baustein ist davon, Arbeitsplätze wird es auch nicht mehr geben. Und ihr wollt ja eigentlich nur, dass wir in so einem Milk and Honey Land aber einfach so ein bisschen miserabel vor uns hin vegetieren. Das ist der eine Pfeiler davon. Und dann gibt es aber noch einen anderen Aspekt dazu, eine andere Seite davon. Und das ist, dass man ja tatsächlich annimmt, dass so die fossilen Parteien, und da meine ich jetzt nicht nur die großen Parteien, sondern auch Stimmen daraus, die sozusagen den fossilen Kapitalismus, wie wir ihn so jetzt gerade erleben, maßgeblich mitgeprägt haben, dass man sich wünschen würde, sie würden Arbeitsplätze schützen. Und das tue ich auch. Und wenn man aber genau hinguckt, geht es gar nicht um Arbeitsplatzschutz, sondern um den Schutz von fossilen Produktivismus. Und das ist was fundamental anderes. Und das heißt, dann wird zum Beispiel gesagt, wir schützen die Braunkohle wegen der Arbeitsplätze. Wir gucken hin, wir stellen fest, es passiert vorne und, also passt vorne und hinten nicht. In jeder anderen Industrie, die zum Beispiel erneuerbare Arbeitsplätze sorgt, ist es völlig egal, wie viele Arbeitsplätze da mal eben wegfallen, wenn die EEG-Novelle nicht kommt und so. Und das heißt, in dem Augenblick kommen, glaube ich, diese zwei wichtigen Pfeiler zusammen. Und das prägt eben immer weiter dieses Bild davon, dass wir irgendwie Arbeitsplätze auf irgendeine Art und Weise schützen müssen. Und das verhindert Fortschritt. Aber bleiben wir doch mal bei den Arbeitsplätzen. Also ganz real, Arbeitsplätze, Deutschlands Lieblingsindustrie, die Automobilindustrie. Es gibt Schätzungen, Sie erwähnen es selber in Ihrem Buch, da könnten so 100 bis 200.000 Arbeitsplätze wegfallen. Manche reden sogar von 300.000 Arbeitsplätzen. Also es wird doch Arbeitsplatzverluste geben. Man kann doch nicht sagen, der Arbeiter am Daimler, der soll jetzt auf Busfahrer umschulen. Oder wollen Sie das sagen, Herr Rixinger? Naja, der eine oder andere würde vielleicht schon auch in den Werkstätten der Straßenbahn AGs oder der Straßenbahngesellschaften arbeiten, wenn er dort nicht 1.000 Euro weniger verdienen würde wie beim Daimler. Vielleicht sollte man einfach 2000. Die Busfahrer, die Straßenbahnfahrer und die Beschäftigten dort deutlich besser bezahlen. Dann hätte man vielleicht dieses Problem nicht so. Aber bleibt man bei der Automobilindustrie, weil Sie haben recht, das ist natürlich ein Kern der Frage des sozial-ökologischen Umbaus. Wir wissen, die Automobilindustrie ist der einzige Industriebereich, der heute mehr Emissionen in die Luft bläst als in den 90er Jahren. Überall woanders ist es zurückgeschraubt worden. Obwohl Autos produziert wurden, die weniger Benzin verbrauchen, aber die PS-Zahlen haben sich verdoppelt. Die SUVs, die Hoch-PSigen und die Premium-Autos haben enorm zugenommen mit Dienstwagenprivileg, übrigens überwiegend Firmenautos, und werden beliefert für die weltweit gut zahlende obere Mittelschicht. Wenn wir das weitermachen, und da geht es eben nicht nur um Antriebsformen,
Da ist ein enormer, mehr Emissionen werden bei der Produktion von Autos in die Luft geblasen. Wenn der Ressourcenverbrauch von Individualautos weltweit übertragen werden würde, würde es nicht lange gehen. Und die Automobilindustrie will einfach so weitermachen. Und das wird im Übrigen am meisten Arbeitsplätze kosten. Allein nur der Umbau zum Elektromotorisierung kostet diese 100.000 bis 200.000 Arbeitsplätze. Also wenn man nur die Antriebsform wechselt, wird es zu radikalem Arbeitsplatzabbau führen. Es greift aber zu kurz, dass damit das Problem gelöst wäre. Wir müssen praktisch andere Konstruktionen der Mobilität machen. Also die Städte der Zukunft müssen fußgängerfreundlicher sein, fahrradfreundlicher, statt der kurzen Wege, wo man zum Arztbesuch nicht ins Auto sitzen muss, sondern der um die Ecke ist, oder alles, was man zum Nötigen braucht. Und der Rest muss mit einem gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr gemacht werden, der in Stufen gebührenfrei gemacht werden muss. Wenn jeder, damit würde im Übrigen die Mobilität der Menschen erhöht, der Wohlstand wäre also größer. Man könnte die Städte dann verkehrsfrei machen und die ganzen Blechlawinen, die die Straßen zuparken, könnte man begrünen, Spielplätze drauf machen, viele Dinge, die nützlich wären. Sprich, die Mobilität würde größer und der Wohlstand der Bevölkerung würde größer. Und die Lebenszufriedenheit auch. Das und für, jetzt bloß nur zu den Arbeitsplätzen, ganz kurz. Ich glaube, dass wenn wir den Arbeitsplatzabbau verhindern wollen, der wird sich ja natürlich nicht ganz verhindern lassen, dann ist unser Konzept des Umbaus zu einer nachhaltigen Mobilitätsindustrie viel besser. Weil wir hatten schon mal in den 70er und 80er Jahren Konversionsdebatten. Was kann man also mit der Automobilindustrie auch anderes machen? Die Plakatgruppe, eine linke Gruppe bei Daimler und der Turgam hat es schon in den Ende der 70er und Ende der 80er Jahre entwickelt. Flexible Fertigungsstraßen, mit denen auch andere Sachen gebaut werden kann als Individualverkehr. Und da wäre enormer Bedarf. Und das wollen natürlich die Konzernmanager nicht, weil sie viel mehr Profit machen können mit dem bisherigen Produktionskonzept. Ja, das ist ja, aber das wollen ja nicht nur die Konzernmanager nicht, das wollen ja auch die Beschäftigten nicht. Ich meine, wie begeistert man denn, ich stelle das mal als These in den Raum, wie begeistert man denn jemanden, der seine 70.000 Euro pro Jahr mit der Fertigung von Verbrennungsmotoren verdient mit einem für einen Klimaschutz und sagt, du, wenn du dann später im ÖPNV arbeitest, die Lebensqualität steigt. Ich meine, man muss ja irgendwie diese Einkommensverluste auch irgendwie auffangen. Nee, das sind zwei verschiedene Fragen. Ne? Das eine ist die Einkommensfrage, also die schlichte Frage, was ist meine Arbeit wert? Und in der Welt, in der sozusagen Wert vor allem ja, eine finanzielle Frage ist, kommt da ganz, ganz viel mit dem Einkommen her. Das andere ist aber eine Identitätsfrage und die Frage von sozusagen, wie identifiziere ich mich mit dem, was ich arbeite, wofür ich arbeite, wo ich arbeite, wo ich beschäftigt bin. Und das ist schwer, das stimmt. Ich fand es übrigens sehr spannend, in einem Buch hast du geschrieben, eine Mammutaufgabe ist das alles und ich glaube, darauf kann man auch bewusst immer wieder zurückkommen. Das alles, was irgendwie ansteht, ne, die großen Transformationen, wenn man das sozusagen, man kann das als linken Green New Deal umfassen, man kann es anders tun, aber unterm Strich, es wird eine Riesenherausforderung sein. Ich bezweifle, dass das Festhalten an dem Job konkret so groß ist, wie man sich das denken würde. Ich erinnere zum Beispiel ein Gespräch, ich habe in Bamberg mein Buch vorgestellt und da saßen ungefähr 50% Menschen im Publikum, die Zündkerzen bei Bosch hergestellt haben. Wir wissen, wofür man Zündkerzen nutzt, das ist in so einer elektrifizierten Welt nicht so richtig nützlich. Und die haben mich das auch gefragt. Dann habe ich die Menschen dort gefragt, was ihnen eigentlich so wichtig ist an einem Job. Und die haben gesagt, sie haben Sicherheit, sie haben tolle Kolleginnen und Kollegen, sie haben ein gutes Gehalt und sie haben die Gewissheit, dass sie in einem Konzern sind, der auf sie Acht gibt. Da kam jetzt nicht das Auto drin vor. Und in dem Augenblick, wo wir uns ein bisschen frei machen von der Frage, was ist eigentlich das Produkt am Ende, sondern hinkommt zu der Frage, was bringt uns das eigentlich, also was für eine Art Wert generiere ich eigentlich mit meiner Arbeit,
arbeite ich zum Beispiel für eine Gesellschaft oder eigentlich auch ein bisschen dagegen, arbeite ich für einen Konzern oder für das Allgemeinwohl. In dem Augenblick verschiebt sich ganz viel. Im Kontext der Automobilindustrie kommt aber sozusagen eine dritte Dimension dazu und das ist das Patriarchat. Wort kommt übrigens in dem Buch gar nicht vor, habe ich gesehen. Ganz, ganz viele von den großen Fragen, die wir uns stellen und ganz viele von den Herausforderungen, die wir identifiziert haben, drehen sich um männliche Beschäftigung. Es ist die Kohle und es sind die Autos vor allem in Deutschland. Und in dem Augenblick stellen wir fest, dass wir eine Debatte drehen, bei der es ganz viel um den Wohlstand, die Freiheit und die Zufriedenheit von überwiegend Männern geht. Die Unzufriedenheit, die existierende Unzufriedenheit von Frauen zum Beispiel, die schon heute wirklich de facto weniger Rechte genießen, in oftmals unterbezahlten, prekären Gesundheitsberufen zum Beispiel, die spielt ja gar keine Rolle. Und in dem Augenblick verhandeln wir also, was können wir dieser Gruppe Mann, die dort beschäftigt ist, die vielleicht ihren Job verliert, zumuten. Von den existierenden Zumutungen der Frauen redet man kaum. Und an der Stelle stellen wir eben fest, dass ganz viel, was bei uns mit dem Auto passiert, die männliche Beschäftigung, das Auto als Symbol, dass wir in Deutschland irgendwas auf die Kette bekommen, dass wir was können, dass wir uns international bewähren können, dass wir nützlich sein können, dass wir irgendwie etwas haben, was andere nicht haben, das ist eine Ego-Frage und vor allem eine männliche Ego-Frage. Und das heißt, an der Stelle bin ich überzeugt, müssten wir auch mal die Fragen aufwerfen von Gendergerechtigkeit, von tatsächlich feministischer Transformation und von der Art und Weise, wie wir priorisieren, wen wir zuerst zufriedenstellen wollen und wen nicht. Okay. Okay, wir sind uns, glaube ich, einig, dass gesellschaftlich nützliche Arbeit besser bezahlt werden soll. Aber nun haben Sie selber in einem Bereich gearbeitet, Herr Rixinger, als Verdi-Sekretär, der versucht hat, genau dieses Feld zu organisieren. Und es haut einfach nicht hin. Die Bezahlung ist so, wie sie ist. Und man kann immer sagen, ja, die Verkäuferin, ja, das Pflegepersonal, das muss alles besser bezahlt werden. Am Ende ist der Organisationsgrad zu schwach und es geht einfach nicht. Also, wie soll es funktionieren, dass man sozusagen sagt, Leute, gebt eure gut bezahlten Jobs in der IG, in der Industrie auf, wechselt von der IG Metall in den Dienstleistungssektor. Das Einkommen ist dann vielleicht sekundär. Ich gehe gleich darauf ein, ich wollte doch nochmal das bestätigen mit der Debatte. Ich war heute Morgen auch bei Bosch. Ein Standort in Bietigheim, der hat eine Protestkundgebung gemacht, weil ihr Standort nach Ungarn verlagert werden soll. Und sie kämpfen da gerade um den Standort. Und es war klar, dass ich mich da an ihre Seite stelle. Und ich war vorher schon mal dort. Und die haben ein Alternativkonzept vorgelegt, weil die Achsen für Automobile produzieren. Und dieses Gegenkonzept ist gar nicht, dass die weiter Achsen produzieren, sondern dass sie so eine Art Campus-Konzept entwickelt haben mit alternativer Produktion. Weil sie wissen, dass praktisch in dem Sektor der Achsenproduktion Überproduktion besteht. Das heißt, es gibt durchaus Ansatzpunkte, wo die Arbeiter auch bereit sind, über Konversion und Alternativen nachzudenken, meistens in Krisen. Und bisher ist jede Automobilkrise wieder in einen Riesenaufschwung übergeführt worden. Und dann war die Konversionsdebatte weg. Ich glaube, das wird dieses Mal nicht so sein. Das wird diesmal, glauben Sie oder hoffen Sie? Nein, das ist eine analytische Frage. Also es ist eine Illusion zu meinen, man kann jetzt, wo schon Überproduktion herrscht, das einfach so fortsetzen. Das wird nicht gehen. Und ich glaube, da muss man wirklich einen mühsamen Diskussionsprozess machen. Man wird aber keinen Klimaschutz durchsetzen können, wenn man die Beschäftigten nicht auch dafür gewinnt. Das heißt, man muss sich Ansätze überlegen, wie kann man sie in diesem Prozess mitnehmen. Und deswegen können uns die Arbeitsplätze der Leute nicht egal sein. Und das stimmt natürlich vollkommen. Also in dem Buch von mir wird es ja auch laut beschrieben, dass wir einen riesen Unterschied zwischen Arbeitsbereichen haben, die überwiegend mit Frauen besetzt sind und mit Männern. Der Gap ist ungeheuer groß. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass im Bundestag alle Parteien die Pflegekräfte beklatscht haben. Und dann wurden 120 Milliarden oder 130 Milliarden Konjunkturprogramm beschlossen und für die Pflegekräfte war nichts dabei. Keine Pflegekraft im Krankenhaus kriegt auch nur einen Euro mehr. Und Der Bonus. Bitte? Der ist nur für die Altenpflege, nicht für die Krankenhäuser. Und auch nur einmalig. Und ich meine, das ist doch eine Schande, wenn eine Altenpflegerin gerade mal 2.000 Euro brutto bekommt für diese schwere Arbeit. Worin liegt denn
die Begründung, dass eine Erzieherin oder eine Pflegekraft 1.000 bis 1.500 Euro weniger bekommt, wie jemand, der beim Daimler Autos zusammenschraubt. Gibt es nur eine geschlechtliche. Ja? Und natürlich eine historische, das stimmt, da haben Sie nicht recht, die Frauen haben sich viel später organisiert, überhaupt in Deutschland. In anderen Ländern ist das ein Stück weit anders, weil bei uns sehr lange dieses Modell galt, Hauptverdiener Mann, Dazuverdienerin Frau. Das ist natürlich ein Modell, das nicht mehr ins 21. Jahrhundert gehört. Und deswegen ist ein Grundelement für einen emanzipatorischen Prozess, dass wir wirklich soziale Arbeit, Erziehungsarbeit, Dienstleistungsarbeit deutlich besser bezahlen. Und das ist sowohl ein gewerkschaftlicher Prozess, ich finde es absurd, dass wir Leuten, denen wir unser Geld anvertrauen, mehr bezahlen, wie denen, denen wir unsere Alten, unsere Kranken und unsere Kinder anvertrauen. Es müsste doch genau umgekehrt sein. Und das ist ein Prozess, der gewerkschaftlich gemacht werden muss, aber auch politisch. Es ist unverantwortlich, dass wir nichts machen, um die Löhne in diesen Bereichen durch politische Intervention zu ändern. Und das müsste gemacht werden, kann man auch, haben wir ja viele Vorschläge dazu gemacht. Und jetzt zum Klimaschutz und Arbeitsplätze. Es fehlen 100.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern, 40.000 in der Altenpflege, 100.000 Erzieherinnen. Wenn wir das alles machen, hätten wir mehr Arbeitsplätze als heute, und zwar weitgehend emissionsfreie Arbeitsplätze. Die Voraussetzung ist, dass man die Leute ausbildet und dass man sie besser bezahlt und dass sie Arbeitsbedingungen haben, die nicht so sind, dass die, die die Kranken pflegen, durch den Stress im Krankenhaus selber krank werden. Also das scheint mir eine absurde Welt zu sein. Also wenn man, aber wenn man Ihrem Gedanken folgt, dann muss man sozusagen Arbeitsplätze, Industriearbeitsplätze in den Dienstleistungssektor verlagern. Nicht nur, ich habe schon gesagt, auch Konversion im industriellen Bereich. Wir haben ja Bedarf. Also es gibt doch Bedarf, wenn man die Eisenbahn ausbaut, die Bahn ausbaut, billiger macht, wenn man die Straßenbahnen ausbaut. Es gibt Bedarf, der ist aber gesellschaftlich und der ist nicht identisch mit den Profitinteressen von den Industriebereichen. Deswegen muss man das politisch durchsetzen, dass das geändert wird. Okay, das bedeutet aber auch auf der anderen Seite, man muss den einen was wegnehmen, damit die anderen mehr haben. Würden Sie da mitgehen? Man nimmt den Unternehmen was mit, damit die Gesellschaft mehr hat? Mhm. Ja. Also Umverteilung. Naja, also das ist ja, also ich finde nicht, dass sozusagen es sozusagen so einen Freifahrtschein geben muss, für private Unternehmen, Planeten und Menschen und Gesellschaften auszubeuten, für ihren eigenen Profit. Also das funktioniert nicht, wenn wir uns darauf einigen, dass wir uns ja Ressourcen alle teilen. Und das aber, also vielleicht, wenn ich kurz einen Bogen spannen kann, weil das finde ich so interessant, dass ja das große Problem ist, wenn man, also wir haben die Formel, ne, die Frau, die mit dem Mensch arbeitet, verdient weniger als der Mann, der mit einer Maschine arbeitet. Und ein großes Problem dabei ist die Externalisierung, die so einfach gemacht wird im fossilen Industriekapitalismus. Ich war am Wochenende im Rheinland bei den Dörfern dort, die da zerstört werden sollen. Und da fallen zwei Sachen auf. Das eine ist, wie wahnsinnig viel Kreativität, Enthusiasmus, Engagement, Arbeitskraft diese Unternehmen investieren, um diese Dorfbewohnerinnen und Bewohner zu Zwangs zu enteignen. Ist fantastisch. Also ich frage mich, der patrouillieren ja, das sind ja diese Dörfer, 6 Dörfer, die da akut gefährdet sind, für einen Tagebau, von dem wir wissen, wir können ihn weder aus einer Energie, also auf einer klimapolitischen Ebene können wir ihn nicht gebrauchen, es geht nicht, aber wir wissen auch, wir brauchen die Kohle nicht. Und trotzdem treibt man diese Zwangsenteignung voran. Und man muss nur staunen, wenn man echt denkt, wenn diese Unternehmen auch nur einen Bruchteil von der Arbeit, die sie gerade darin stecken, diese knapp 1.000 Menschen zu enteignen, investieren würden, um wirklich mal Deep Talk zu machen mit ihrer eigenen Belegschaft und wirklich zu hinterfragen, wollen wir das machen? Wollen wir diejenigen sein in der Gesellschaft? Wollt ihr diese Rolle übernehmen? Oder finden wir nicht gemeinsam andere Wege? Wie geht denn Demokratisierung in Unternehmen zum Beispiel? Wie würde denn zum Beispiel Emanzipation aus, wenn man sagt, okay, diese Jobs werden auf lange Sicht wegfallen? Was können wir jetzt tun, damit ihr Sicherheit und Einkommen und ja,
vor allem Existenzsicherung beibehalten könnt. Und auf der anderen Seite, und das ist so interessant gewesen, stellt man fest, dass dieses Unternehmen, also RWE, was dahinter steht, ist ja nur profitabel, weil sie, also einerseits, weil sie subventioniert werden auf verschiedenen Wegen, aber weil sie ihre Kosten externalisieren können. Pro Jahr fallen etwa 15 Milliarden Schäden an durch den Braunkohletagebau in Deutschland. RWEs Jahresumsatz ist 13 Milliarden Euro. Und das sind noch ein paar mehr Unternehmen, das stimmt, aber unterm Strich rechnet sich das Geschäft überhaupt nicht. In dem Augenblick, wo wir denken, so, jo, ihr so richtet massive Schäden an und die tragen wir als Gesellschaft. Und das heißt, unter dem Dogma des Allgemeinwohls treibt man diesen Tagebau voran, treibt man die Braunkohleförderung voran. Und ich sehe es nicht, so I don't see it, weil wir alle tragen das mit, zwangsläufig. Wir sind alle diejenigen, die die RWE und ihren ganzen Kollegen dazu diesem Profit verhelfen. Das hat in meinen Augen nicht mehr eine Frage von Unverteilung, sondern auch von so Rechte, Wohlstand, Allgemeinwohl und tatsächlich so einer Frage von solidarischer Gesellschaft zu tun. RWE ist ein gutes Stichwort. Also an RWE beteiligt sind auch die Stadt Dortmund und auch die Stadt Essen. Also das ist zum Teil auch kommunales Eigentum. Also das ist ja sozusagen nicht nur der Konzern gegen die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist zum Teil auch sozusagen beteiligt an diesem Konzern. Die Frage ist, kriegt man diese Konversion nur mit der Industrie, mit der Wirtschaft hin oder nur gegen sie? Also Sie haben es selbst erwähnt, da steckt Kreativität und Energie drin. Wie macht man das für sich nutzbar? Oder geht es nur, wie Herr Rixinger in seinem Buch schreibt, ich habe so verstanden, wir müssen uns mit denen anlegen? Beides. Wir haben gerade mit Fridays for Future mit Korrektiv zusammen eine relativ aufwendige Recherche gemacht. Und eins der Ergebnisse ist, dass jede fünfte Kommune in NRW mit RWE verbandelt ist. Also teilweise haben die Aktien, teilweise haben die Anteile. Und das heißt, und dann dazu kommt natürlich die Feststellung, dass RWE einfach Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschen in Mandaten auf ihrer Gehaltsliste hat. Also wenn wir sagen Gesellschaft, Industrie, da kommt halt auch die Politik, also der Komplex Politik, wo steht der eigentlich und für wen und gegen wen wird eigentlich Politik gemacht? Und wenn man das ein bisschen weiterdenkt, ist gar nicht mehr so verwunderlich, dass zum Beispiel im Land NRW mehr RWE-Politik gemacht wird, in meinen Augen, als Klimaschutzpolitik. Das Potenzial und die Kapazitäten, die in Unternehmen verwandelt sind, ist ja enorm. Da sind ganz viele Menschen, die dort arbeiten, die Wissen haben, die Kapazitäten haben, die Vision haben. Da sind unternehmerische Routinen drin, die eigentlich einen tollen Mehrwert haben, würde man sie dekarbonisieren. Und was wir erleben bei Fridays for Future ist, dass ist schon auch aus Unternehmerperspektive, das sind jetzt nicht die RWE des Landes, aber da gibt es aus Unternehmerperspektive gibt es ganz viele Initiativen zu sagen, wir wollen das unterstützen, wir wollen die Politik unter Druck setzen, wir möchten gern, dass es einen CO2-Preis gibt, weil nur dann können wir nachhaltig irgendwie wirtschaften. Und das finde ich gut. Das muss man immer sozusagen, also das ist mit Unternehmen, ist, wie es ist, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und so. Mein Eindruck ist aber, dass die Einladung stehen sollte. Und diese Einladung kann angenommen werden oder eben nicht. Und in dem Augenblick, wo man sich so vehement wie RWE dagegen weigert, Teil von so einem Club der Zukunftsklimaretterin zu werden, dann so, goodbye Leute, dann machen wir das ohne euch. Aber pauschal sozusagen abzulehnen, dass Unternehmen in Deutschland, egal welcher Größe, egal in welcher Funktion, nur nicht Teil von so einer Transformation sein können, fände ich aus einer Ressourcenperspektive problematisch, aber auch zu pauschal. Also eine Nachfrage. Also Sie glauben wirklich, man kann sozusagen bei der Konversion auf Energie, die frei ist von Treibhausgasen, also dekarbonisierte Energie, kann man wirklich auf einen der größten Energieversorger Deutschlands verzichten? Oder? Nee, wir haben eben über Unternehmen allgemein gesprochen. Wenn es um RWE im Konkreten geht, also bei der Energiefrage, da kommen dir so Macht und Energie ganz eng zusammen. Und wenn in dem Augenblick wir sagen, hey, wir sollten eigentlich so energiefrei zugänglich machen, es geht um die Idee war ja mal eine Bürgerin-Energiewende zu haben. Ich meine, crazy, das ist so zwischen Utopie und total logisch, also wunderschön eigentlich. In dem Augenblick zerschlägt man ja ganz viel Macht. Und dass sich sozusagen das Entmachtung nur ganz, ganz, ganz schwer funktioniert mit denjenigen, die die Macht zu verlieren haben, das ist klar. Mhm.
Wer zum Beispiel dabei eine Rolle spielt, sind Energiegenossenschaften, sind kleinere Startups, sind kleinere Unternehmen, die sagen, wir machen das schon mal und dann koordinieren wir uns mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort. Also auch mit denen sprechen wir ja ganz viel, die das von der anderen Seite her vorantreiben können. Mhm. Ob RWE noch eine Daseinsberechtigung in Deutschland hat, würde ich allerdings bezweifeln. Herr Rixinger, die Einladung sollte stehen, sagt Frau Neubauer. Wofür sind Sie? Eher Zwang oder eher Einladen? Ich hatte so verstanden, eher Ersteres. Ja, da haben wir vielleicht eine kleine Differenz. Also du hast ja am Anfang gesagt, dass der Kapitalismus im Prinzip befördert, dass die ökologischen Kosten auf die Natur externalisiert werden. Das liegt, glaube ich, im System. Genauso wie die sozialen Kosten, die entstehen, auf die Gesellschaft abgewälzt werden, ist das praktisch fast eine Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus. Sie gucken eben, wie sie die Natur vernutzen können und umso geringer die Kosten sind, sowohl für das, was verpestet wird, wie das, was vernutzt wird, umso höher sind die Profite. Und diesen Mechanismus muss man natürlich durchbrechen. Und insofern glaube ich, wird es nur gegen diese kapitalistische Logik durchsetzbar sein. Und natürlich gibt es Energiegenossenschaften und Ansätze, die auch eine gegenläufige Tendenz haben. Aber bei uns bestimmen natürlich wirtschaftlich die großen Konzerne. Und ich glaube nicht, dass man die einfach einladen kann, sondern die muss man in der Tat entweder enteignen, also vergesellschaften, wie was ich glaube, was bei Energiekonzernen gemacht werden muss. Also ich habe das ja bei EnBW in Baden-Württemberg selber noch als Gewerkschafter erlebt, wie lange die an der Kernkraft festgehalten haben und an der Kohle. Und erst als es zusammengebrochen ist und der ganze Laden fast mit, haben sie auf einmal die Idee gehabt, jetzt können wir auch regenerative Energieformen machen. Das war aber dann schon praktisch eine Gegenreaktion auf den Zusammenbruch des Modells. Und da, glaube ich, muss es klare politische Vorgaben geben. Und da muss man die Macht auch dieser Konzerne wirklich brechen, weil die nicht freiwillig praktisch auf Gewinne und auf dessen Riesenprofite verzichten. Weder die Automobilindustrie noch die Chemieindustrie noch die großen Saatgutkonzerne. All die leben praktisch von dieser Vernutzung, nicht nur die Energiekonzerne, die natürlich auch. Und ich habe ja in dem Buch die Idee entwickelt, dass wir einerseits wirtschaftsdemokratische Verhältnisse brauchen. Also wir brauchen praktisch ein System, wo auch die Wirtschaft demokratisch organisiert ist. Das ist ja eigentlich der ökonomische Unterbau der Gesellschaft. Und die Menschen Einfluss haben drauf, die Beschäftigten, ihre Gewerkschaften, die Kommunen, aber auch Bürgerinitiativen, was wo investiert wird, was wo produziert wird und für wen und praktisch die Frage der Nachhaltigkeit mit einbezogen wird in diesen demokratischen Prozess. Aber Herr Rixinger, Entschuldigung, aber zu dieser Wirtschaftsdemokratie, da kommen Sie doch nicht auf demokratischem Wege, da müssten Sie doch vorher eine Revolution vom Zaun brechen, oder? Vor allem, wenn man bedenkt, also ne, wie stellen Sie sich das vor in einer Welt, in der Unternehmen Politikerinnen und Politiker bezahlen? Ja, das sind wir auch dafür, dass es verboten wird. Aber es ist wie immer, egal ob man eine Revolution will. Man redet ja immer gerne in Deutschland von Revolutionen, wenn keine bevorsteht. Und wenn dann eine bevorsteht, dann findet sie meistens nicht statt. Aber ich glaube, momentan sind wir in keinem revolutionären Prozess, sondern es geht darum, Einstiege in eine Transformation zu gewinnen, ja, die wirklich eine klimafreundliche und soziale Gesellschaft ermöglicht. Und dafür. So ein Einstiegsprojekt. Und die muss man natürlich politisch durchsetzen. Dafür braucht man Mehrheiten und braucht Druck und braucht viele Bündnisse. Und manchmal gibt es ja auch diese Mehrheiten. Zum Beispiel in der Corona-Krise waren eine Mehrheit oder sind eine Mehrheit der Bevölkerung auf einmal der Meinung, dass es falsch war, Krankenhäuser zu privatisieren, einen Pflegenotstand herbeizusparen, die Pflegekräfte so schlecht zu bezahlen. Und
Das heißt, es gibt immer wieder tendenziell in einzelnen Punkten Mehrheiten. Okay, komme ich gleich nochmal zu dem Einsatz. Es war doch fast schon revolutionär, dass erstmals die Automobilindustrie keine Mehrheit in der Bevölkerung für die Abwrackprämie zusammenbekommen hat. Das haben sie bisher immer hingekriegt. Die haben immer hingekriegt zu sagen, wenn wir weniger Autos verkaufen, geht die ganze Gesellschaft zugrunde. Das hat diesmal zum ersten Mal nicht gezogen. Yeah. Also man kann vielleicht auch optimistisch sein, dass wenn man eine Vision hat, die nicht quasi in den Sternen liegt, sondern die konkret ist, dass wir auch mehr und mehr Leute dafür gewinnen. Das ist zumindest unsere Aufgabe, dass wir sagen, wir können auch eine andere Gesellschaft machen. Es ist da nicht Gott gegeben. Und ich sage immer bei Gewerkschaftsveranstaltungen, die ja sehr pragmatisch sind, obwohl ich ja auch Gewerkschafter bin, wenn du immer nur auf den Boden guckst, dann kannst du die Sterne nur in der Pfütze sehen. Und nur wenn du nach oben guckst und dir auch weitere Ziele stellst, kannst du die Sterne im Original sehen. Und ich glaube, es ist möglich, die Sterne auch im Original zu sehen. Okay, von wem stammt das Zitat? Das verraten Sie jetzt noch? Von mir. Oh. Das finde ich ganz gut. Also die Umfrage zur Abwrackprämie war übrigens von Fridays for Future in Auftrag gegeben, haben wir gerne gemacht. Aber das war also nicht so, dass, weil ihr sie in Auftrag gegeben habt, das rausgekommen ist. Ja, Umfragen sind ja was Feines. Nein, mein Eindruck ist, es gibt einen Konflikt mit dieser, also was, wovon Sie ja sprechen, also du, waren wir eigentlich beim Du angekommen, ne? Also wovon du ja gesprochen hast, war interessant, erst ging es um die Zerschlagung der Konzerne und dann ging es um den Einstieg in eine Transformation, da sehe ich so in der Heftigkeit schon leichte, ne, Nuancen. In dem Augenblick, wir sagen hier Systemwandel und Zerschlagung der Konzerne und Enteignung, macht sich in meinen Augen ein Konflikt auf, der lässt sich einmal so relativ waagerecht durch die Gesellschaft herausdifferenzieren. Und der Konflikt funktioniert ungefähr so, der ältere Teil der Gesellschaft, der massivst im 20. Jahrhundert sozialisiert wurde, denkt bei Systemwandel zwischen Kapitalismus und dem DDR-Sozialismus, und sagt so, what, system change? Sorry, das hatten wir schon mal, DDR, besten Dank, no. Was geht bei euch Kids, wenn wir das zum Beispiel sagen? Das sind die einen. Das sind die Boomer, das sind die Fossilen. Das sind diejenigen, die im Großen und Ganzen denken, wir sind eigentlich bei einer sehr guten Version unserer selbst angekommen als Gesellschaft. Und wenn wir die Augen ganz fest zukneifen, können wir auch vergessen, dass wir uns das alles überhaupt nicht leisten können. Und der Wohlstand, von dem wir sprechen, eigentlich kein Wohlstand ist, sondern ein leeres Versprechen mit immensen Kosten und Ungerechtigkeiten. So, die andere Hälfte der Gesellschaft, das sind die Jüngeren, die Millennials und die danach kamen und so, Für die ist dieser Konflikt zwischen, also die Assoziation von System Change, das DDR-haftige, diese Wahl zwischen Kapitalismus und kein Kapitalismus, überhaupt nicht so präsent, sondern was viel präsenter ist, ist die Klimakrise. Das ist ein Effizienzgedanke an Transformation, also was kommt am Ende des Tages bei uns dafür bei raus? Und das ist in meinen Augen die Ideologie befreiteste Generation, die es gibt. Weil wir festgestellt haben, wir haben ein ganz starkes Menschenrechtsbewusstsein, wir haben ein starkes Gefühl für die Klimaungerechtigkeiten der Welt. Wir haben aber diese 68er sozusagen auf Begehren, all das, was damit einherkommt, die Kulturkämpfe überhaupt nicht so erlebt. Und wir sehen die Wissenschaft, wir sagen United Behind the Science mit einer ganzen Ernsthaftigkeit und wir sagen, Moment, es geht besser, wir haben bessere Lösungen, warum machen wir das denn eigentlich nicht? Und in dem Augenblick, wo aus sozusagen der älteren Riege argumentiert wird, ihr müsst es so und so und so machen und wir denken, jo, also könnten wir vielleicht kurz zur Sache kommen, weil Klimakrise, wir hatten darüber gesprochen, es ist wirklich dringend und ich finde es total großartig, lass uns über den Kapitalismus reden und wie man ihn abschaffen kann, aber zuerst müssten wir vielleicht die nächsten 5 Schritte gehen, um die Klimakrise wirklich mal einzudämmen und unseren Beitrag zu leisten. Und das, was ich bei mir erlebe ganz viel oder ja, und was ich viel also vielversprechend interpretiere, ist die Herangehensweise zu sagen, wir legen mal los und wir gehen diese nächsten 5 Schritte und wir werden feststellen, in dem Augenblick, wo wir
Energie dezentral produzieren, einfach weil wir es müssen, in dem Augenblick, wo diese großen fossilen Unternehmen sozusagen so nicht weitermachen können, weil sie eben es nicht mehr können, weil wir es nicht mehr leisten können, in dem Augenblick, wo wir feststellen, jo, wir müssen wirklich nochmal ganz neu darüber nachdenken, wie viel Wert eigentlich Arbeit ist, die geleistet ist und welche Arbeit wir brauchen, welche Arbeit wir uns leisten können, was wir wollen. In dem Augenblick werden wir uns ganz unweigerlich von dem fossilen Kapitalismus entfernen, den wir jetzt gerade erleben. Und ich glaube aber, dass diese Debatte deutlich fruchtbarer sein kann und produktiver sein kann, wenn man sie aus einer proaktiven Warte herausgeht. Weil in dem Augenblick, wo wir hinten anfangen, und ich finde die Sterne super, aber sie bergen immer die Gefahr, dass wir dann mit dem Blick bei den Sternen bleiben, aber eigentlich mit den Füßen in der Pfütze stehen. Der war auch gut. Also, Herr Rixinger, erstmal die Klimakrise lösen, dann den Kapitalismus abschaffen, oder muss man beides zugleich machen? Und ehe man den Kapitalismus nicht vollständig überwunden hat, lässt sich auch die Klimakrise nicht lösen. Nee, ich würde schon Ihren Weg mitgehen. Das ist ja auch der Versuch, dass man sagt, man kann das System mit den heutigen Kräfteverhältnissen nicht einfach so über Bord werfen, sondern man muss die Menschen erstmal gewinnen. Und ich teile diesen Ansatz, dazu müssen möglichst viele Leute erstmal in Bewegung kommen. Und in Bewegung kommen sie eben für ganz konkrete Schritte. Also die diskutieren jetzt nicht einfach über Kapitalismus abschaffen, aber man merkt natürlich, wenn Leute in Bewegung kommen, dann kommen sie auch an die Grenzen natürlich der kapitalistischen Logik, nicht nur der fossilen Logik, sondern der kapitalistischen Logik. Das hat man ja zum Beispiel bei den Wohnungen gesehen. Ja? Also es gab eine große Mieterbewegung hier oder gibt, und es war irgendwie klar, das ist ein Widerspruch zu den Interessen großer Immobilienkonzerne. Und Verstaatlichung war in Berlin immer kein positiv besetzter Begriff. Aber hier haben auf einmal eine Mehrheit der Berliner und Berlinerinnen gesagt, ja, das ist richtig, große Immobilienkonzerne in öffentliche Hand zu überführen, weil Wohnen ist ein Menschenrecht und wohnen muss jeder. Und das darf man nicht der Spekulation unterliegen lassen. Und ich glaube, so kann es laufen, wo Menschen in Bewegung kommen und anfangen, sich zu organisieren und drüber nachdenken, überschreiten sie auch Grenzen. Das müssen nicht gleich die Sterne sein, aber in die Richtung der Sterne kann es gehen. Und der Versuch, den wir machen sollten, ist schon praktisch solche Schritte zu gehen und da auch eine gewisse Orientierung aufzubauen, nicht in dem Sinn, dass man jetzt vorschreibt oder vorschreiben will oder wir wissen eh alles immer besser, sondern indem man dort anknüpft, wo tatsächlich gesellschaftliche Auseinandersetzungen stattfinden. Man muss aber, wenn man wirklich das Klima schützen will, schon wissen, mit wem man es hier zu tun hat und mit welchen politischen und ökonomischen Machtverhältnissen. Das ist nicht einfach so, dass ohne dass man an die ran kann, quasi eine Klimaschutzpolitik aufbauen kann. Also man kann nicht die Konzerne so weiterwursteln machen lassen und meinen, dann gibt es Klimaschutz. Aber davon spricht ja auch niemand. Nein, ich habe jetzt bloß den Gedanken aufgegriffen. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass der Mechanismus zerstört wird oder der Mechanismus geändert wird, dass Konzerne quasi nach privaten Profitinteressen arbeiten und quasi überhaupt keine Vorschriften haben, was Gemeinwohlinteressen sind oder was Klimaschutzinteressen sind, auch nicht, was Arbeitsplatzinteressen sind. Und ich glaube, wir müssen diese soziale Orientierung und ökologische Orientierung, die muss man in der Gesellschaft durchsetzen. Und das ist in erster Linie eine politische Frage. Ich hätte eine Anschlussfrage daran, ganz ernst gemeint und no front. Nein, dieses Verständnis davon, dass man die Unternehmen nicht einfach machen lassen kann, wie gesagt, weil die hantieren ja mit unserem Allgemeinwohl und belasten ja so die Gesellschaft. Also das finde ich jetzt nicht radikal, sondern ne, das irgendwie liegt ja davor. Und die Überlegung, dass man jetzt mal loslegen muss und dass man sich halt, dass man Regeln aufstellen muss und so, die sind jetzt ja nicht der Einzige, der das sagt. Und das hören wir aus ganz, ganz verschiedenen Parteien. Und das höre ich auch immer wieder, wenn ich und viele andere von Fridays for Future zum Beispiel mit Menschen aus der Politik sprechen. Mein Gefühl ist es, dass das in dem Augenblick aber, wo es dann zur Sache geht, ich denke an Automobilindustrie in Baden-Württemberg unter grüner Regierung, ich denke aber auch an die Braunkohle in Brandenburg,
an die Konzerne zum Beispiel, aber auch in Nordrhein-Westfalen natürlich und Rheinland-Pfalz, in dem Augenblick, wo man sagt, so, jo, da wären eigentlich Regierungen und die könnten das machen und so, es wäre jetzt eigentlich schon deren Job, diesen Konflikt mal aufzumachen und Unternehmen dorthin zu verweisen, wo sie möglicherweise so eine Art Daseinsberechtigung haben. In dem Augenblick ist man dann zufälligerweise gerade in ganz, ganz vielen anderen Konflikten verhaftet und jemand anders ist verantwortlich und dann will man doch nicht und kann man vielleicht auch doch nicht und ne, ja, sorry Leute, wir wollten es, aber es ging dann irgendwie nicht. Dann kommt wieder das Arbeitsplatzargument. Nein, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mit den Arbeitsplätzen, das sollte man sich nicht immer so aufdrücken lassen. Ich habe, glaube ich, schon einen guten Weg aufgezeigt, wie man das mit den Arbeitsplätzen machen kann. Dazu kommt, dass wenn man über Wohlstand redet, man auch über Zeitwohlstand redet. Ja, aber reden Herr Rixinger, Sie sind ja auch ganz konkret als Politiker gefragt worden. Und es ist ja so, dass die Linke, auch Ihre Partei, hat in Brandenburg regiert und der Braunkohleausstieg, der Kohleausstieg musste gegen Sie und nicht mit ihr durch. Aber dann dürfen Sie nicht geschwind so einflechten, das mit den Arbeitsplätzen, dann muss ich ja reagieren. Nee, Sie haben natürlich recht. Deswegen glaube ich, ist das mit dem Regieren auch nicht allein getan. Also ich nehme da meine Partei gar nicht aus. Ich entwickle ja auch ein bisschen ein anderes Konzept. Ich glaube, dass selbst wenn wir eine linke Regierung hätten, ist es enorm wichtig, dass es gesellschaftlichen Druck und Bewegung geht. Wir haben es wirklich mit mächtigen Leuten zu tun. Die haben eine riesen Lobby in der Politik. Es gibt auch keine linke Alleinregierung oder sonst irgendwas auf absehbare Zeit. Ja, also es muss praktisch der Druck von dieser Bewegung kommen. Und wofür ich bin, deswegen ist die Kritik vollkommen berechtigt, dass wir glaubwürdig sein müssen. Wir können nicht für Klimaschutz sein und Braunkohle befördern. Oder wir können nicht für Klimaschutz sein, wie die Grünen in Baden-Württemberg und die Abwrackprämie verlangen. Und ich kann nur dafür sorgen oder dafür kämpfen, dass meine Partei möglichst glaubwürdig ist in diesem Prozess. Das gelingt nicht immer, aber ich hoffe, dass es doch weitgehend gelingt. Und auf was ich aber hinaus will, wenn wir wirklich was verändern wollen, brauchen wir ein breites Bündnis dieser unterschiedlichen Bewegungen. Also wir haben ja sehr viel Bewegungen drin gehabt in den letzten 10 Jahren, Aktion Seebrücke, Unteilbar. Auch viele neue Streiks in neuen Sektoren, also dass Erzieherinnen auf einmal streiken, dass Verkäuferinnen streiken. Ganz andere Teile der Bevölkerung, nicht mehr die Industriearbeiterschaft in erster Linie. All das zeutet ja auf einen Aufbruch hin, auf Friday for Future, was eine einzigartige Bewegung ist. Ich glaube, dass gesellschaftlich was verändert, wenn sich diese Bewegungen auch stärker zusammentun und sagen, wir kämpfen eigentlich an unterschiedlichen Stellen für was Ähnliches, nämlich für eine sozialere und ökologischere Gesellschaft. Und dass es eher eine Schwäche ist, wenn wir wenn jeder für sich arbeitet. Es ist zwar vollkommen richtig, das in einzelnen Punkten anzusetzen, aber wir müssen auch stärker darüber diskutieren, wie kann das zusammengeführt werden und der politische Apparat tatsächlich nachhaltig unter Druck gesetzt werden. Und dann gibt es vielleicht auch eher ein linkes Regieren. Also in Berlin hat man gesehen, dass die erste Regierung in Berlin, wo die Linken dran waren, Wohnungen verkauft hat. Genau. Das war, glaube ich, ein großer Fehler. Es war gar nicht die Linke, sondern es war noch die PDS. Jetzt gab es einen Druck der Mieter- und Mieterinnenbewegung, bei dem die Linke auch mitgemacht hat. Und auf einmal werden nicht Wohnungen verkauft, sondern es wird ein Mietendeckel eingeführt, es werden Sozialwohnungen gebaut und es wird eine Debatte geführt, ob man nicht Vonovia in öffentliche Hand überführt. Okay. Aber letzter Satz, da geht es, glaube ich, ganz gut zusammen. Aber sehen Sie nicht das dialektische Dilemma, dass wirklich von allen Seiten, und da schließe ich jetzt auch unsere konservativen Freunde ein, die Aufforderung kommt, ja, wir brauchen den Druck von der Straße. Was hier aber passiert, ist praktisch so ein systematisches Luftabschnüren von jeder sozialen Bewegung gefühlt, weil der gesellschaftliche Handlungsspielraum so dermaßen weit offen steht, was alles möglich ist, wozu die Leute bereit sind, was sie einfordern. Wir hatten Demos für eine CO2-Preiserhöhung von Unternehmerinnen und Unternehmern. Ich meine, was ist das für ein Land, dass das irgendwie überhaupt den Raum dafür gibt, dass die das Gefühl haben, wir müssen jetzt auf die Straße gehen, um einzufordern, dass wir höher besteuert werden, weil die Politik nicht zur Porte kommt. Wir erleben, dass Menschen in Umfragen, also jenseits von dem sind, worüber politisch verhandelt wird, in ihrer Bereitschaft.
Und die Konsequenz aber ist, dass wir in dem politischen Handel, wo wir sind, ich würde sagen, Jahrzehnte zurückhängen. Und ich weiß nicht genau, worauf man hofft, aber dass Menschen immer weitermachen, auf die Straße gehen, Druck aufbauen, wohl wissend, dass man das dann vielleicht mal belächelt oder beklatscht, dass man zum Engagement begrüßt oder sagt, stimmt, da müssen wir uns Gedanken machen. Und dann so viel Luft abschnürt, so viele kluge Gedanken, so viel gesellschaftlichen Aufwind, der im Keim erstickt wird. Ich finde es, also an der Stelle sehe ich sozusagen große demokratische Konflikte kommen. Und ich frage mich in der Klimafrage zum Beispiel, wohin das führen soll. Und nichts ist da symbolischer als die Frage vom Hambacher Wald. Da haben Jahrzehnte Leute für den Erhalt von diesem Wald gekämpft. Das hat alles nichts gebracht, bis da 50.000 Menschen anreisen mussten in dieses relativ überschaubare Stückchen Wald. Das dürfte jetzt nach diesem ganzen langen Konflikt, nach Klagen und allem Möglichen bleiben und trotzdem wird dieser Wald austrocknen, weil es viel zu spät ist. Das ist das, was es die Klimakrise macht. Und ich sehe ehrlicherweise überhaupt nicht, dass der Druck, der auf der Straße aufgebaut ist, auch nur im Entferntesten auf eine politische Bereitschaft trifft, die dem mindestens gerecht werden kann. Also was tun, Frau Neuber? Sie stehen ja quasi selber mit Fridays for Future gerade an diesem strategischen Scheideweg. Wie zwingt man die Politik, notwendige Entscheidungen schnell und effizient umzusetzen? Also Debatte, gehen wir jetzt in den Bundestag, kandidieren wir auf Listen der Grünen? Sie haben sich da, glaube ich, auch nicht geäußert. Zwingt man die Parteien von außen oder geht man rein in sie? Ja, also ich hatte eigentlich so ein bisschen Sie gefragt, ob Sie das uns erklären können, warum das so ist. Also so Perspektivwechsel und so. Naja, was wir natürlich machen, ist, also zwangsläufig, das ist, die Logik ist, dass man die Kosten des Nichthandelns, also des politischen Nichthandelns erhöhen muss. Das geht durch natürlich Druck, aber es ist eine wahnsinnig zähe Angelegenheit und mich fragen 16-Jährige, warum sie denn eigentlich noch wählen sollen. Bei Landtagswahlen, wenn sie das Gefühl haben, es ist völlig irrelevant, was sie tun. Auf der Straße oder wenn sie dann abstimmen, weil dann die Parteien, die gewählt werden und so weiter und so fort. Also was ich erlebe, ist eine demokratische Deprivation. Das ist, glaube ich, kein Problem von Fridays for Future direkt, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und wir sind zwangsläufig Teil davon, weil wir diese Klimafrage beantwortet haben wollen für unsere eigene Zukunft und so. Aber vielleicht könnten Sie zuerst da was dazu sagen, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen was zu unseren Strategien erzählen. Aber ich finde eher so, müsste man sich mal der Frage stellen, wie löst man das demokratisch? Okay, warum sind es Parteien so träge oder Politiker? Nein, ich glaube nicht, dass es generell Parteien sind. Was willst du erwarten von einer, wir waren übrigens beim Du, aber in der Frage dann doch wieder beim Sie. Da sieht man schon die Unterschiede. Was willst du bei einer großen Koalition mit der CDU erwarten oder mit einer SPD, die sich ja doch ziemlich ähnlich der CDU war? Ich glaube, dann muss man schon dafür sorgen, dass es eben auch andere Mehrheitsverhältnisse gibt, zumindest auf Bundesebene, wo die Spielräume ja am größten sind, wo man Steuerpolitik macht, wo man abrüsten kann, wo man Verkehrspolitik und vieles andere machen kann. Aber da gibt es halt leider Gottes keine Abkürzung, weil wir erleben ja schon, dass Klimaschutz an oberster Stelle ist bei den Befragungen. Also wir haben letztens bei unserer Fraktionsklausur auch, was denken die Leute? Und an oberster Stelle ist Klimaschutz. Die Frage ist trotzdem, warum wählen Sie Parteien, die keinen Klimaschutz machen? Also das heißt, es muss offensichtlich Mechanismen geben, dass die Leute das nach vorne haben wollen und trotzdem Parteien wie die CDU, die hat einen Aufstieg jetzt gemacht in der ganzen Pandemie, die haben den ganzen Pflegenotstand herbeigeführt, die haben diese ganze Misere herbeigeführt und jetzt traut man ihnen zu, quasi uns aus der Krise zu bringen. Also offensichtlich gibt es Anpassungsmechanismen auch bei den Wähler und Wählerinnen, die über diesen einzelnen Themen liegen, obwohl das ja insgesamt hochbedrohlich ist mit der Klimakatastrophe. Und ich glaube, das hat viel mit Wirtschaft und mit der Organisierung der Gesellschaft zu tun. Auch was du am Anfang gesagt hast, dass die Leute nicht so in Systemalternativen denken. Sie wollen irgendwie, dass es so weitergeht. Und dass man, also am liebsten wäre ihnen, wenn die Angela Merkel das linke Programm umsetzen würde. Und das ist halt nicht so, das macht sie nicht. Und deswegen sind diese Prozesse, wo sich die Leute anpassen und wieder treiben lassen in die
konservativen oder sozialdemokratischen Formen, die sind enorm groß. Und ich meine, ich bin jetzt schon 50 Jahre aktiv, überwiegend in Bewegungen und nicht in Parteien und auch in der Gewerkschaft. Das ist eben ein ziemlich, also diese Herrschaftsmechanismen, die dieses System hat, sind enorm. Und okay. Die Integrationsmechanismen auch im Übrigen auch von Bewegungen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Bewegungen einfach quasi ihre Dynamik behalten, die verlieren sie oft und oft werden sie dann auch angepasst. Und deswegen muss man eben daran arbeiten, dass man tatsächlich strukturell andere Mehrheiten kriegt. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Politik druckempfindlich ist, und das würde ich nicht so ganz pessimistisch sehen, wie du, ihr habt erstmal in dieser, vom Höhepunkt der Klimaschutzbewegung alle Parteien vor euch hergetrieben. Das heißt, alle Parteien mussten reagieren, wenn sie dann auch nicht so reagieren, wie ihr das wolltet, aber sie mussten reagieren auf diese Bewegung. Und das zeigt erstmal, dass alle Parteien druckempfindlich sind, selbst die Konservativen und die Sozialdemokratischen, und dass es eben ohne Druck nicht geht. Aus dem Dilemma kommt man irgendwie nicht raus, aber wenn man es verfestigen will, in Gesetze bringen will, in Maßnahmen, muss man eben auch für andere Mehrheiten kämpfen. Sie haben noch eine Antwort offen und ich wollte mal einen ganz kurzen Cut machen. Sie haben natürlich auch Gelegenheit, sich hier einzubringen und Fragen zu stellen oder die Diskussion mit Ihren Ansichten zu bereichern. Es gibt zwei Saalmikrofone, die werden dann rumgegeben. Da ist jeweils so ein Tütchen drauf, das wird dann jeweils getauscht, also alles streng nach Hygieneregeln. Wer sich zu Wort melden möchte, macht das am besten kurz per Handzeichen, damit das Mikro, genau, da sehe ich schon welche, damit die Mikros dann dorthin kommen, 1, 2, 3, ich versuche mal so eine Art Rednerliste zu machen. Und genau, Frau Neubauer, die Antwort stand noch aus. Also wie übt man jetzt sozusagen am wirksamsten Druck auf der Straße oder ist es Zeit, in den Bundestag zu wechseln? Ich dachte, wir reden über einen Green New Deal heute oder so. Also nein, was wir brauchen ist, in dem Augenblick, wir sagen, wir appellieren an demokratische Institutionen, das finde ich gut. Also als Demokratin gesprochen, brauchst du natürlich Menschen innerhalb der Institutionen, die Dinge umsetzen können, die vor allem einen klaren Blick haben für die Möglichkeitsfelder. Und das heißt, es ist natürlich gut und wichtig, dass in den Institutionen, das heißt gar nicht nur Parteien und auch gar nicht nur Bundestag, sondern in wirklich einer Brandbreite von Institutionen, die Menschen oder Allgemeinwohl repräsentieren oder betreuen, ne, die entsprechenden Leute sind mit dem Bewusstsein und die tatsächlich es sich trauen, faktische Politik zu machen. Denn was zum Beispiel die GroKo-Antwort auf die Klimaproteste war, war in meinem Augenblick so ein postfaktischer Aufschlag. Das war ja vorbei, nicht nur an dem, was wir wollen, also als wären wir, wie gesagt, ne, wir sind ja nicht 68er, wir wollen nicht was, sondern wir hören für die Wissenschaft und sagen, dann macht es bitte und am liebsten gerecht und schnell. Das ist ja interessant gewesen, wie man sich so sehr der Realität verweigern konnte, einerseits der gesellschaftlichen, aber eben auch der geophysikalischen. Mein Gefühl ist, dass eines der zentralsten Probleme, warum der Druck bisher nicht so wirklich weit kommt, also das ist gut, wir haben Mehrheiten und so. Und ich finde es auch dann übrigens nicht überraschend, warum Menschen trotzdem CDU wählen, weil Herr Söder hat mal einen Baum umarmt. Und wenn das nicht eine Zusage ist. Der liebt auch die Bienen. Ja, das ist ja prima. Und dann sagen Leute, super, jetzt macht das wieder auch noch für uns. Was kann der denn noch, dieser Mann? Toll. Mein Gefühl ist, dass in der Politik zurzeit und in den Institutionen, die für uns wichtig sind, so viele Menschen vertreten sind und dort zu viele Menschen vertreten sind, die im Kern befürchten, dass man Menschen in Anführungszeichen zu viel zumutet, dass sie zum Faschismus neigen. Also das ist diese AfD, was man dann auch so gelbwestenartig assoziierte, Angstreaktion. Die Befürchtung, demokratischer Frieden wird dann ja angewandt, wird gefährdet durch zu viel Klimaschutz. Die großen zwei Missverständnisse sind natürlich da Klimaschutz als Zumutung und demokratischer Frieden als das, was man schützen könnte und was nicht gerade akut gefährdet ist. Aber das Gefühl, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes, vielleicht Trauma sogar aus dem 20. Jahrhundert, in dem Augenblick, wo man Menschen zusätzlich belastet, neigen eine bestimmte Gruppe davon, und das sind, surprise, vor allem Männer, zu so einem aggressiven Aufschlag und gehen die AfD wählen.
Und das ist meine Analyse nach ungefähr, also hunderten Gesprächen im letzten Jahr mit Menschen aus allen möglichen Institutionen, bei der ganz, ganz viele Gespräche immer bei der Frage landen, nee, wir dürfen das jetzt, geht nicht, weil die Menschen gehen zur AfD und dann können wir gar nichts mehr machen. Und das lähmt. Und ich glaube, ein wichtiger Hebel, jenseits von dem, was auf der Straße passieren muss, jenseits von dem, was an Druck aufgebaut werden muss, jenseits, was an Allianzen geschmiedet werden muss, sicherlich, ein ganz großer Hebel wäre eine kluge Strategie, das umzukehren. Weil es ist ja eigentlich nicht der Fall. Und wir wissen auch, dass die Gründe, warum Menschen die AfD wählen, nicht die ambitionierte Klimapolitik der GroKo sind. Also das weiß auch die GroKo selbst eigentlich, wenn sie es immer genau hinhört. Aber in meinen Augen ist das eine der zentralen Hemmnisse und aber auch der direkte Auftrag, sich gerechte Konzepte zu überlegen. Und vielleicht landen wir da jetzt, um den Bogen zu spannen, beim Green New Deal. Weil was brauchen denn die Menschen, die Kontrollverlust fürchten, die einen Verlust von Sicherheit und Stabilität fürchten? Die brauchen richtig holistische politische Konzepte, die viel weiter reichen, als zu sagen, wir machen klugen Klimaschutz. Okay, dann vielleicht noch meine letzte Frage an Sie. Ist es denn, welche Aufgabe sieht denn Fridays for Future vor sich? Sagen Sie sozusagen, also bis jetzt war es ja quasi Ihre Aufgabe, die in Anführungsstrichen die Parteien, die Erwachsenen, all die, die sozusagen die Verursacher dessen sind, was wir jetzt gerade vor uns haben, anzutreiben und zu sagen, macht eure Hausaufgaben, überlegt euch Konzepte, erfüllt die Auflagen des Pariser Klimaschutzabkommens. Seht ihr euch weiter in dieser Treiberrolle oder sagt ihr, es ist Zeit für uns, selber zu machen? Das sind 2018 Angelegenheiten. Also was wir sehen, ist, wir müssen in diesem, im nächsten, übernächsten Jahr Emissionen reduzieren, weltweit. Und die allermeisten Menschen, die gerade in Ämtern sind oder in Machtpositionen sind, das umzusetzen und einzuleiten, sind nicht wir. Und es ist gut, wenn Menschen in den Bundestag gehen und wir brauchen mehr Menschen in allen Institutionen, die ein Klimabewusstsein haben, die die Physik verstehen etc. Aber aus dieser Dringlichkeit gegeben, brauchen wir einen massiven Druck, einen Erkenntnisgewinn und vor allem eine Bereitschaft von Menschen, die heute in Institutionen sind, sich dieser Sache in aller Ernsthaftigkeit zuzuwenden. Wenn sie das nicht wollen, fair enough. Wenn du sagst, so, ey, ich habe ein Mandat und irgendwie hatte ich keinen Bock auf Klimakrise, darauf habe ich mich nicht beworben, ich wollte was ganz anderes machen, cool. Dann tretet aber ab und lass das andere machen. Ich glaube, ja, ich meine es ganz ernst, aber viele Leute checken es nicht. Wenn du im Jahr 2020 in einem politischen Mandat bist, dann hast du die Klimakrise auf dem Schreibtisch liegen. Ob du willst oder nicht, ob du die verstehst oder nicht, dann lerne es. Aber das ist in dieser kollektiven, großen, existenziellen Menschheitskrise die Situation. Und da muss man sich abfinden. Und das gehört immer dazu. Und ich meine, wir haben auch andere politische Probleme, aber es muss eben immer mitgedacht werden. Die ökologische Frage muss die Grundvoraussetzung sein für alles andere. Weil was wir eben erleben, sind nicht nur also der Anspruch der gerechten Klimapolitik, sondern auch das Bewusstsein, jedes Nichthandeln im Klima, jedes Nichtbeantworten der Klimafrage, jedes Verzögern verschärft alle anderen Ungerechtigkeiten, die wir uns vorstellen können. Okay, also Sie verraten uns heute Abend aber nicht mehr, ob Sie sich dieses Problem Klimakrise auf Ihren Abgeordnetenhaus-Schreibtisch holen wollen oder nicht? Das ist, glaube ich, wirklich gar nicht Thema heute. Ich freue mich aber, dass junge Aktivisten aus diesem Land überall in die Parlamente einziehen. Okay, dann gab es dort hinten. Sagen Sie ganz kurz noch vielleicht Ihren Namen und woher Sie kommen. Ja, Daniel Weidmann, ich bin Rechtsanwalt hier in Berlin und seit 15 Jahren in der IG Metall und seit knapp 3 Jahren in der Linken. Und ich wollte nur noch mal auf den Eingang zurück, weil da mehrfach so eine Art Gesetzmäßigkeit angeklungen war in den Interviewfragen, dass wenn man nicht mehr in der Automobilindustrie arbeitet, automatisch 1.000-2.000 Euro brutto weniger verdient im Monat. Und ich würde diese Gesetzmäßigkeit noch mal gerne ausdrücklich in Abrede stellen, denn das hängt ja nun von ein paar anderen Faktoren ab, wie viel Geld man wo verdient. Also jetzt mal ganz abgesehen vom Warnfetisch ist doch auch die Frage der Organisationsmacht einer Belegschaft da ganz ausschlaggebend, sage ich jetzt aus meiner Gewerkschafterperspektive, aber auch die der allgemeinen auf die Gesellschaft wirkenden politischen Diskurse und das zu verändern, deswegen sind wir ja hier. Und ich finde das immer ganz wichtig, das zu betonen, dass wenn wir über diese Transformation reden, dass wir nicht alles so lassen wollen, wie es ist und nur einen kleinen Baustein irgendwo unten aus dem Haus rausziehen mit den dann zu erwartenden Folgen, sondern dass wir natürlich das ganze Haus umbauen wollen. Und dazu gehören natürlich auch
andere Verteilungsfragen zu stellen und sicherzustellen, dass man halt bei der Östra in Hannover für die Straßenbahnmontage genauso viel verdient wie heute noch bei Hannover MAN, VW Nutzfahrzeuge, wo man die VW T5 Automobile zusammenbaut. Es ist nämlich übrigens mehr oder weniger derselbe Ausbildungsberuf und dieselbe Tätigkeit. Und da, wo die Organisationsmacht der Belegschaften heute schon hoch ist, verdient man auch in Verdi-Branchen irre viel Geld. Ein Hafenarbeiter in Bremerhaven verdient im Monat ein Geld, von dem manch ein Akademiker heute nur noch träumen kann. Und das ist durchaus verallgemeinerbar. Wir müssen es halt nur verallgemeinern. Okay. Ich würde sagen, wir sammeln mal zwei, drei Anmerkungen und Fragen, müssen allerdings zwischendurch immer das Mikro tauschen. Dann dort in der Ecke und dann hier vorne, glaube ich, so. Der junge Mann im schwarzen T-Shirt. Vielleicht kann man auch so ein bisschen quotiert oder so das organisieren mit den Fragen. Gute Anmerkung, mach mal. Aber trotzdem erstmal der junge Mann und dann gehe ich sofort hier vor. Okay, jetzt ist es schon bei mir. Moin. Ich fand, das ist eine sehr spannende Diskussion. Achso, ich bin Elias, Bündnis Eine S-Bahn für alle. Gegen die Zerschlagung der Berliner S-Bahn, die gerade auch auf dem Tisch steht. Aber also ich finde die Diskussion spannend dahingehend, dass ich glaube, dass so eine sozial-ökologische Verkehrswende oder Wende generell, eine Green New Deal, eigentlich aufzeigt, dass wir einen Kampf führen, den es schon viel, viel länger gibt als vielleicht die letzten paar Jahre. Also, dass der eigentlich schon vor Hunderten von Jahren angefangen hat, mit Leuten, die sich organisiert haben, um gegen Rassismus, gegen Ausbeutung und so weiter zu kämpfen. Und ich glaube, wenn wir das als Projekt sehen, dass es zu erkämpfen gilt, wir haben ganz viel über Bewegungen gesprochen, um Druck machen und so weiter, dann können wir viel von diesen Bewegungen lernen. Und sozusagen meine Frage wäre eigentlich quasi, und ich glaube, da gibt es einen Anknüpfungspunkt, weil der Generalstreik, das probate Mittel der ArbeiterInnenbewegung, sich ja im Wort auch wiederfindet im Klimastreik. Und es ist ja kein Zufall, dass dieses Wort gewählt wurde. Nur ich glaube, bislang gibt es einen Unterschied, und zwar, dass der Generalstreik, der uns vieles erkämpft hat, was wir heute genießen, Wochenende, 8-Stunden-Tag und so weiter, direkt eingegriffen hat in die Prozesse, die Macht produziert haben. Während momentan noch während eines Klimastreiks, selbst am 25. September, wird RWE weiter das Klima zerstören können, werden weiter Banken Geld investieren können und so weiter. Also wie können wir vielleicht diese Erfahrung zusammenführen in einem Klimastreik für das 21. Jahrhundert, wo all das zusammenkommt? Okay, ich würde mal vielleicht noch eine Frage, damit wir Frauen, Männer relativ ausgeglichen haben. Hier vorne war noch eine. Hier, genau. Vielen Dank, Merle Bode, ich arbeite bei PowerShift, einer NGO, auch zu Verkehrsfragen. Jetzt ist es an. Ich hätte eine spezifische Frage an Herrn Rieksinger, und zwar nicht kritisch gemeint, sondern ganz offen interessiert. Mich interessiert der ganze Themenkomplex Konversion der Automobilindustrie, wirtschaftsdemokratische Konzepte, und inwiefern sehen Sie da tatsächliche Möglichkeiten mit dem gegebenen gesetzlichen Rahmen? Und zweitens, inwiefern sehen Sie da Alliierte bei der IG Metall gerade, die vielleicht ähnliche Diskussionen führen? Ist es noch ein Thema oder ist nicht sozusagen vordergründig, so wie ich die meisten Gewerkschaften mitkriege, doch eher die Frage von eben Arbeitsplatzsicherung, Arbeitszeitverkürzung, fairere Löhne und so, sind ja alles die Sachen, die erstmal im Vordergrund stehen. Genau, also mich würde so ein bisschen interessieren, was sehen Sie einerseits für rechtliche Möglichkeiten und zweitens, wer sind so die Akteure, IG Metall und aber auch darüber hinaus, die zu diesen Fragen gerade überhaupt nachdenken? Ich will was zu der Klimastreikfrage sagen. Ich finde es eine ganz fantastische Frage. Danke, dass du die aufgebracht hast. Weil wir haben uns ganz, ganz viele Gedanken dazu gemacht als Bewegung, weil wir wollten genau das. Wir haben gesagt, eigentlich müssten Menschen ihre Arbeit niederlegen und in dem Augenblick, wo sie das ja tun, in einer großen Zahl, effektiv auch die Kosten des Nichthandelns steigern, was ich schon meinte, was natürlich zentral ist. Ich meine, so funktioniert Streik. Das ist ganz problematisch im Streikrecht, muss ich wahrscheinlich nicht erzählen, aber der politische Streik ist gewerkschaftlich organisiert eigentlich unmöglich. Und das heißt, wir haben auch lange Debatten intern geführt, ob wir überhaupt unseren
Klimastreik sozusagen, also wir haben sehr vorsichtig nicht das Wort Generalstreik genutzt nach langen Debatten, weil wir die Rückmeldung bekommen haben, es würde ganz, ganz viele Schwierigkeiten geben für die Menschen, die an dem Tag dann doch irgendwie mitkommen, weil sie können, weil sie vielleicht eine Mittagspause haben, weil sie es einrichten können und es auf einmal total problematisch werden könnte für die Menschen, die wir ja zu uns holen wollen und nicht zusätzlich belasten wollen. Das heißt, ich glaube, eine zentrale Säule wäre tatsächlich die Änderung des Streikrechts. Ich finde, es ist mehr als notwendig. Und das ist auch ein Feedback, was wir bekommen. Das hier ist aber natürlich eine politische Forderung. Was können wir als Fridays for Future machen, haben wir uns gefragt. Und wir haben überlegt, es ging ja andersrum. Weil wir können ja in dem Augenblick, wo zum Beispiel Verdi streiken geht, können wir mitstreiken, wenn wir uns auf gemeinsame Ziele einigen. Und das haben wir gemacht. Das ist in den letzten Wochen, Monaten schon passiert. Und es waren fantastische Erfahrungen, ich glaube für ja, viele Beteiligte, ich will jetzt nicht sagen alle, aber es waren sehr bewegende Momente. Wir haben Busfahrerinnen und Busfahrer, es ging um den ÖPNV und da finden wir halt eine ganz, ganz große Schnittmenge. Also wir haben Busfahrerinnen und Busfahrer auf unseren Demos gehabt, die Reden halten. Das waren dann sozusagen so ja, Synergien, die also funken und es war toll. Und das war in meinen Augen auch ein... Oder ist relativ symbolisch für das, was möglich ist, wenn man eben zum Beispiel diese Allianzen sucht und überlegt, was halt in unserer Macht heute liegt. Also wir können noch 10 weitere Jahre oder vielleicht auch nur 2 Jahre für die Änderung des Streikrechts eintreten. Wir können aber auch jetzt schon mal Wege gehen, andere Möglichkeiten zu finden, es anders auszurichten. Und das ist natürlich fantastisch, weil die Konsequenz war auch, dass Verdi dann in der Begründung gesagt hat, naja, wir wollen eben ÖPNV-Ausbau für mehr Klimaschutz, das ist notwendig. Und das heißt auch auf einmal, diese Last, die man uns so gerne auf den Schultern legt, bitte kümmert euch ums Klima, viel, viel, viel diverser anerkennen kann. Und so andere Akteure anfangen, sich ganz proaktiv einzubringen und zu sagen, was ist denn eigentlich unsere Rolle dabei? Ja, ich möchte das sehr bestärken. Also ich glaube, dass das ein genialer Schachzug ist, dass man sagt, Friday for Future und Verdi im Nahverkehr streikt am gleichen Tag. Da sieht man, wie sich gemeinsame Interessen verschränken. Also die Klimaschutzbewegung will mehr öffentlichen Personennahverkehr, einen Umstieg und die Verdi will die Busfahrer besser bezahlen und einen bundesweiten Tarifvertrag. Das heißt, die Interessen verschränken sich. Und das meine ich mit den Bündnissen, dass man guckt, wo gibt es denn solche Bündnisse innerhalb der Gesellschaft, die praktisch die gegenseitig, wo gleiche Interessen oder ähnlich gelagerte dahinter stecken und man die dann bündeln kann und dadurch natürlich den Druck erhöhen kann. Ja? Also und für beide Seiten, das sind ja nicht beide Seiten, auch die Busfahrer haben natürlich ein Interesse, dass das Klima geschützt wird und die Friday for Future hat ein Interesse, dass vielleicht gute Arbeitsbedingungen und gute Bezahlung auch für sie mal später da sind. Und diese Idee des linken Green New Deal ist ja praktisch nichts anderes, ist, dass man sagt, man braucht ein Gesellschaftsprojekt, in dem sich diese verschiedenen Interessen zusammenfinden. Also wo ein ausgebauter Sozialstaat, ein Ausbau der öffentlichen Daseinsvorsorge oder überhaupt des Öffentlichen verknüpft wird mit einem radikalen Klimaschutz und mit einem sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft und somit Arbeitsplatz- und Klimaschutzinteressen zusammengeführt werden. Und das bildet sich natürlich dann auch in gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen ab. Das ist der Grundgedanke, der dahinter steckt oder einfach gesagt, die Leute wollen eine Gesellschaft oder wir wollen eine Gesellschaft, in der sich die Menschen nicht entscheiden müssen zwischen ihrem Arbeitsplatz und ihrer Existenz und der Zukunft ihrer Kinder oder Enkel. Und ich glaube, so können wir weitaus wirkungsvollere gesellschaftliche Kräfte bilden. Und im Zentrum, das haben Sie ja angesprochen, steckt natürlich die Mobilitätswende, weil das der Kern der Industrie in Deutschland ist. Die Automobilindustrie, da hängt auch Maschinenbau dran, da hängt Chemieindustrie dran, IT und viele andere Dinge. Und diese Mobilitätswende ist zwingend. Und auch dort eben die Idee, wie kann man das zusammenbringen? Wie kann man den ÖPNV ausbauen, den Autoverkehr reduzieren? Den Individualverkehr und trotzdem die Beschäftigten mitnehmen. Und es geht nur über eine Konversions. Aber Sie waren ja, da war ja noch die Frage, wo sind Sie die Spielräume und
Welche Akteure sehen Sie innerhalb der Gewerkschaften? Rechtlich gibt es ja gerade keine Spielräume. Also man kann das nur politisch machen oder auch gewerkschaftspolitisch. Die Debatte beginnt. Die beginnt immer in Krisen, aber die beginnt nicht von alleine. Ich bin da auch gerade dabei, das ein bisschen auszuprobieren. Ich bin ja in Stuttgart, habe ich meinen Wahlkreis. Und jetzt lade ich die Betriebsräte mal ein, der Zulieferer der Automobilindustrie, und wir fangen mal mit dieser Debatte an. Und da gibt es natürlich auch welche, die wollen diese Debatte führen. Und es geht nicht anders, als dass man anfängt, in kleinen Kreisen über das Bestehende rauszudenken, und da ist eine gewisse Bereitschaft momentan da. Man muss sich natürlich im Kampf gegen Standortschließungen, Verlagerungen und Stellenkahlschlag auf die Seite der Beschäftigten stellen, sonst kommt man gar nicht ran. Also sonst kommt man gar nicht mit ihnen in die Debatte darüber. Und ich glaube, das beginnt auf der theoretischen und auf der ganz praktischen Ebene. Und bei den Gewerkschaften ist sehr unterschiedlich. Es gibt IG Metaller wie den Hansi Urban, die sehen praktisch in der Wirtschaftsdemokratie eine Zukunft und sagen, wir wollen gar nicht zurück zu dem alten Zustand des vermeintlich so guten Kapitalismus vor der Krise, sondern in der Wirtschaftsdemokratie besteht die Zukunft. Aber das sind natürlich noch nicht die Mehrheiten da drin, sondern das sind einzelne Stimmen. Aber das ist eben oft so. Die Debatte beginnt und man muss sie weitertreiben, und vielleicht in 2, 3, 4 Jahren gewinnt das eine eigene Dynamik, auch wenn die Leute sehen, dass, wenn es einfach so weitergeht, ja ihre Arbeitsplätze gar nicht gesichert werden, sondern die jetzt schon unter Angriff stehen. Und ich glaube, auch dort eine Doppelstrategie. Ich würde sagen, man muss das vor Ort in den Betrieben, muss man anfangen, solche Debatten zu befördern. Die waren schon mal sehr viel weiter wie heute. Und wir müssen im politischen Raum diese Debatten auf der gesellschaftlichen Ebene führen und sagen, warum ist es eigentlich so, dass man immer über Demokratie diskutiert, aber die entscheidenden wirtschaftlichen Entscheidungen fällen die Manager und die Kapitalbesitzer und die Aktionäre, und da hat die Mehrheit der Menschen gar nichts zu sagen. Und das können, glaube ich, wir machen, zum Beispiel von den Linken auf dem politischen Feld, dass wir sagen, wir befördern diese Debatten im politischen Raum und setzen sie dort um, auch in Gesetzesinitiativen, in Vorschläge, wie man das machen kann. Und ich glaube, dass man da gerade in so einem Umbruch in der Gesellschaft ist, wo das nach rechts gehen kann, also was du jetzt so ein bisschen angesprochen hast. Ich glaube es aber gar nicht, dass es unbedingt nach rechts geht, wenn die Linken auch eine klare Alternative haben. Also, und diese Alternativen für die Menschen erstrebenswert sind. Also wenn die nicht durch Schlagwörter kaputt gemacht wird, aber wenn sie sagen, okay, wir können uns vorstellen, dass es eine andere Form von Wohlstand geben kann. Ich kann nicht ganz einen Satz dazu, weil das gut. Sozusagen... Wenn ihr ganz kurz, wenn ihr meldet euch, wenn ihr weitere Wortmeldungen habt, wir fangen hier vorne an, genau, und dann dort hinten und dann dort, okay. Weil ich wollte nur anmerken, weil ich sozusagen so der männliche Bias schlägt so durch, in dem Augenblick, wo man sagt, ja super, wir lassen uns mit den Zulieferern zusammen. Und ich frage mich ganz ehrlich, meine Mutter ist Krankenschwester und sie ist mit 65 Jahren, arbeitet sie auf einer Corona-Intensivstation. Ich finde es krass absurd. Und was sie daran verdient, das ist ein schlechter Witz, 4 Kinder, und ich denke so, jo, was ist das für ein Land? Und ich frage sie, wenn sie von der Arbeit kommen, sage ich so, hey, ihr seid gerade so wahnsinnig mächtig, wieso organisiert ihr euch denn nicht? Und sie sagt, Luisa, ich komme von einer 12-Stunden-Schicht nach Hause und ich kann dann 10 Stunden schlafen, dann gehe ich wieder zur Arbeit. Wo soll ich mich jetzt hier organisieren? Und ich frage mich, wo die Parteien sind, wo die Akteure sind, die sich zum Beispiel dann eben mit den Frauen zusammensetzen, zum Beispiel in diesen Pflegeberufen, zum Beispiel in Krankenhäusern, und das mal durchgehen. Wie könnte man sich denn da organisieren? Wie könnte man dort Widerstand organisieren? Wie könnte man da dafür eintreten, dass eine bessere Bezahlung, bessere Bedingungen, ein besseres Arbeitsklima entsteht? Es fehlt mir total, und ich sehe es so, man macht dann so Touren und sagt mal Hallo, das ist ein Hospiz, wie schön, und man klatscht und so, und es gibt da einen Bonus. Aber mein Gefühl ist, man besänftigt ganz viel und redet und mediatiert ganz viel mit den, in Anführungszeichen, Männern, bei den Zulieferern, bei den Autos. Frage mich, wo das Gegenstück ist. Also da übersehst du, dass wir seit 5 Jahren
als Linke eine Pflegekampagne machen, wo es um die Höherbewertung der Arbeit geht und um 100.000 Stellen in der Pflege mehr. Also das ist wirklich ein Feld, das wir schon ewig beackern. Aber ich will nur einen Satz sagen, man darf auch den Leuten nicht die Illusion machen, dass sie auf Organisierung verzichten könnten und dass schon irgendjemand das für sie macht. Die ganze Lohnbewegung, die ganze Errungenschaften von Tarifverträgen sind immer erkämpft worden. Und die Pflegekräfte, ihnen darf man auch nicht einreden, das wird schon die Politik für sie machen. Das macht sie eben nicht. Also wir sind nicht an der Mehrheit, wir können noch so viele Anträge stellen. Wir haben nicht gesagt Bonus, sondern wir haben gesagt 500 Euro mehr als Einstieg in ein höheres Gehalt. Und zwar um 500 Euro mehr Grundgehalt. Also wir haben da schon einen anderen Weg gewählt. Der ist aber nicht durchsetzbar, wenn nicht massiver Druck entsteht. Und jetzt war ich ja lange Gewerkschafter und habe auch viele Krankenhäuser in Streik geführt. Es ist möglich, dass sich Pflegekräfte organisieren und Gott sei Dank tun sie es inzwischen auch. Und die Streiks bei der Charité um mehr Personal oder in anderen Kliniken, Unikliniken, wo sie zum Teil Wochen gestreikt haben, in den Kliniken, sollten ein positives Beispiel geben, dass man was verändern kann. Okay, ist angekommen. Das machen nicht die anderen Leute für einen. Das ist genau, was ich meinte, oder? Also was ich meinte, ist sozusagen nicht die Frage, man geht hin und sagt, hey, ihr kriegt mehr Gehalt, sondern wie kann man sich organisieren? Und das ist ein Lernprozess und in Ausbeutungsberufen einfach extrem schwierig. Und das ist auch ein strukturelles Problem, dass genau dort die Ausbeutung stattfindet, die die politische Energie, die sich dort entfalten könnte, verschluckt. Ja, da hast du recht. Das ist ein mühsamer Prozess, aber da gibt es leider keine Abkürzungen. Okay, dann nochmal zurück zum Green New Deal bzw. zur Klimafrage. Obwohl ja alles mit allem zusammenhängt, wie wir heute gelernt haben. Genau, das ist auch der Grund, warum ich nochmal das aufgreifen möchte. Julia Klein ist mein Name, ich bin freie Journalistin hier in Berlin und ich würde gerne eine Frage von Frau Neubauer aufgreifen, weil sie für meine Begriffe, mit Verlaub Herr Rixinger, nicht ausreichend genug beantwortet wurde. Wie kann es sein, dass einerseits immer Klimabewegungen bzw. Aktivismus, wie ihn jetzt auch Fridays for Future betreiben, so begrüßt wird und andererseits sowohl von der Großen Koalition als auch aus der Opposition so wenig Ergebnisse vorzuweisen sind. Okay, gehen mal, sammeln wir noch ein bisschen. Corona ist so umständlich und das ist ganz spannend, okay. Ja. Gemeinsamer Haushalt. ich bin Feline von der Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaftspolitik der Berliner Linken. Und wir haben uns auch schon mit dem Green New Deal beschäftigt und ist ja ein super fantastisches Konzept, das europaweit eigentlich sehr konkret, aber auch umfangreich bis zur Finanztransaktionssteuer einen konkreten Fahrplan aufzeigt, wie man aus der Klimakrise, wie man damit gut umgehen kann. Unser Traum und unsere Vorstellung, was die politische, parteipolitische Ebene angeht, wäre, dass SPD, Grüne und Linke in den Bundestagswahlkampf zusammen mit diesem gemeinsamen Green New Deal, wie auch immer der gemeinsam definiert wird, aber erstmal mit diesem gemeinsamen Konzept reingeht in den Wahlkampf und sich zusammen aufstellt. Erstens, wie ausreichend siehst du das realistischerweise, aber inwieweit lohnt es sich genau dafür jetzt einzusetzen? Ist es so, siehst du es auch so wie ich, dass eigentlich man genau darauf jetzt hinarbeiten müsste im parteipolitischen? Okay, wollen wir die beiden Fragen erstmal, die waren ja beide an Herrn Rixinger, beantworten oder machen wir dort hinten einfach weiter? Sie haben kurz das Wort. Ja, die erste Frage kann ich nicht beantworten, warum so wenig rumkommt. Okay, dann die zweite. Nee, Sie können das natürlich so machen, aber ich meine, wir wollen ja ein bisschen Klärung haben. Aber ich glaube, dass der Druck wirklich nicht groß genug ist und dass wenn der Druck der Automobillobby kommt als Gegendruck und von Konzernen und die drohen mit Abwanderung von Firmenstandorten und von Arbeitsplatzabbau, dann springt die CDU eben anders, wie wenn sie verbal sagt, finden wir auch gut, wenn die jungen Leute für ihre Zukunft demonstrieren und sie hoffen, dass sie das dann doch irgendwie aussetzen können. Also ich glaube, dass das nicht so ganz ernst gemeint ist. Es wird keinen Klimaschutz geben, ohne dass man in die wirtschaftlichen Abläufe eingreift
und stärker reguliert und Profite beschränkt. Und das wollen die nicht. Die haben ein anderes Verständnis von Wirtschaftspolitik und haben ein anderes Verständnis, wie wir unseren Wohlstand als Exportnation, die jedes Jahr Milliarden Überschüsse erwirtschaftet, wie wir denn erarbeiten. Und das ist ihr Credo. Und das muss man in der Tat, da muss man andere politische Schwerpunkte und Mehrheiten durchsetzen. Und du hast ja recht, meine Idee war auch und ist auch, dass quasi dieser linke Green New Deal auch zugleich ein Angebot ist, nicht nur an die außerparlamentarische Bewegung und an Gewerkschaften, sondern auch an Grüne und SPD. Und ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir sowas wie ein gemeinsames Projekt hinkriegen, das in eine ähnliche Richtung geht, und wir sagen, wir kämpfen bei der nächsten Bundestagswahl für einen grundlegenden Richtungswechsel der Politik. Nicht für Spiegelstriche irgendwie durch Regierungsbeteiligungen, wo man hier und da mal was ändert, sondern durch einen grundsätzlichen Richtungswechsel. Ich weiß nicht, wir werden diese Woche die SPD-Vorsitzenden treffen, mal sehen. In der Sozialpolitik sind sie etwas uns entgegengekommen, aber ich befürchte, dass es noch nicht so weit ist. SPD hat jetzt Olaf Scholz als Kanzlerkandidat aufgestellt. Meine Fantasie reicht nicht so weit, dass man mit dem einen linken Green New Deal machen kann. Aber wir werden nichts unversucht lassen. Das Problem sind gerade eher ein bisschen die Grünen, die sich dort nicht festlegen wollen. Das haben Sie auch ausdrücklich in einem Gespräch mit uns gesagt. Sie wollen sich nicht festlegen auf Rot-Rot-Grün, sondern sich die Option mit Schwarz-Grün offen halten. Solange das gemacht wird, kann man nicht für ein gemeinsames Projekt kämpfen. Das halte ich für einen großen Fehler, weil es im Übrigen auch die Rechten befördert, wenn es keine grundlegenden Alternativen mehr gibt zwischen links und bürgerlichen und rechten Lager, sondern irgendwie alle mit allen können. Ich glaube, das ist keine gute Option, aber wir können sie nicht dazu zwingen, weil sie eben gerade Wählerschichten von der CDU und von der SPD kriegen und sich nicht festlegen wollen aus Wahl- und elektoralen Gründen, und es starke Strömungen gibt, bei der nächsten Wahl eher schwarz-grün zu machen. Okay, dann sammle ich mal dort hinten. Eins, zwei, die beide. Hallo, ich freue mich auf die Gelegenheit, hier mich einzubringen. Ich bin Ian, ich arbeite freiwillig beim Projekt Green New Deal für Europa. Es ist in keiner politischen Partei eingesiedelt. Und ja, ich würde die Moderation ein bisschen kritisieren, dass es in den typischen Schränken gehandelt hat, Fragen gestellt würden. So, was denken die Unternehmen, was denken die gut verdienenden Angestellten der Großunternehmen? Aber es gibt in Europa aber viele Menschen, die so junge Leute in Griechenland, die langzeitarbeitslos sind, Familien in Spanien und zwar überall, die aus der Mittelschicht nach unten abrutschen. Also Deutschland ist in Europa. Und mir hat wirklich diese europäische Sicht gefehlt. Und warum Europa bei dieser Frage so wichtig ist, ist, dass einige sehr gute Werkzeuge hat, zum Beispiel die Europäische Zentralbank. Das kann Bonds schaffen, kann Geld quasi drücken, um die gleichzeitig diese Ära von Austerität und Neoliberalismus zu Ende zu bringen und ja, die ökonomischen Probleme Südeuropas zu lösen und gleichzeitig ganz schnell die Emissionen Europas zu verringern. Ja, ich glaube, das wäre halt wichtig, mehr darüber zu sprechen, und unser Bericht kann man auf unserer Website in ausgiebigem Detail lesen, zu 90 Seiten. Aber ja, ich glaube, dieser europäische Winkel muss man echt, ja, man hätte mehr darüber sprechen müssen. Hast du eine Frage zu der europäischen Perspektive vielleicht? Weiß ja nicht, also der Abend ist ja noch nicht vorbei. Was eure Ansicht ist. Ja, ich finde, ja, ich wollte hauptsächlich sagen, dass
dass es mir gefehlt hat. Und das, ja, man muss halt mehr darüber sprechen und was besonders, was der deutsche Staat dafür machen kann, so Druck machen. Also es muss natürlich aus der Straße kommen, wie ihr beide gesagt habt. Und ich glaube, ich habe genug gesagt. Danke. Okay. Also die europäische Perspektive können wir gerne noch ansprechen, aber es gab noch eine weitere Anmerkung hier vorne. Ja, genau. Ja, moin moin, ich bin Maximilian, auch von Fridays for Future. Da vorne klang gerade eben Generalstreik an und es klang auch bei dir, Bernd, an, es braucht eine Krise, damit sich Wirtschaft verändert, damit sich überhaupt Gesellschaft verändern kann. Ist es nicht so, dass theoretisch, wenn ökonomischer Druck ausgeübt wird, auch eine Krise entsteht für das System? Und siehst du in der Anzahl von 1,4 Millionen Menschen zu wenig Druck oder in der Art und Weise, wie das passiert ist? Denn dann, wenn man sich Ende Gelände anguckt zum Beispiel, die dazu übergehen, tatsächlich an die Orte der Zerstörung zu gehen, die lahmzulegen, vielleicht mit einem konfrontativen Ansatz, aber generell der Ansatz, ökonomischen Druck auszuüben, siehst du eher in der Masse das Problem oder in der Strategie? Ich würde noch eine dritte Frage, Anmerkung mit dazu nehmen, und zwar dort hinten, ganz hinten in der Ecke. Ansonsten gucke ich jetzt auch noch mal nach links. Meldet euch. Danke dir. Ich bin auch so ein Fossil aus dem letzten Jahrhundert, wobei Bernd ist noch ein bisschen älter, sozialisiert in der Umweltbewegung der späten 80er und saufroh, dass Fridays for Future sozusagen das Thema so wieder nach vorne gebracht hat, aber auch saufroh, dass Leute wie Bernd sozusagen das versuchen, auch auf einer institutionellen Ebene in Parteien und sonst wo voranzubringen. Damals und seither eigentlich habe ich aber nie gedacht, dass man das Soziale und das Ökologische auseinandernehmen kann, überhaupt nicht. Und Luisa, du betonst es ja auch selber immer wieder, wenn du sagst, die Gesundheitsberufe und andere Sachen sozusagen, für uns war das untrennbar, und weil du auch immer die Wissenschaft wieder heranziehst, es ist ja dummerweise auch so, dass zwar, wenn wir ökologisch nichts machen, alles den Bach runtergeht, völlig klar, weil die Lebensgrundlagen sozusagen kaputt gehen, aber es ist leider auch nachgewiesen, dass umso ungleicher Gesellschaften werden, umso größer wird der ökologische Fußabdruck. Also Henne-Ei-Problem, das kriegst du nicht auseinander. Und zu Recht sagst du immer wieder, die sozialen Infrastrukturen, sozusagen Gesundheit, Wohnen, Erziehung und so weiter, sind doch die Bereiche, die wir für eine neue Ökonomie massiv ausbauen müssen, wo massenhaft Arbeitsplätze gebraucht werden sozusagen und wo Soziales und Ökologisches unmittelbar zusammenkommt. Und zugleich, das geht vielleicht ein bisschen in Richtung Moderation, ist doch klar, wie wollen man sich denn so einen Umbau, wie wir ihn uns vorstellen, ohne eine industrielle alternative Produktion vorstellen. Wir brauchen doch Unmengen von anderer Energieproduktion, von anderen Mobilitätssystemen, von anderen Formen von Materialien und so weiter. Es ist doch eine industrielle sozusagen Notwendigkeit an völlig neuen Sachen, zumindest in der Übergangsprozess, wo massenhaft Jobs entstehen. Also es ist nicht das Problem von Arbeitsplätzen und Ökologie auf der einen Seite, sondern Profite, das ist der Widerspruch. Du verdienst damit mit sozialen Infrastrukturen, verdienst du halt schlecht. Kannst du nicht so gut Profite machen, es sei denn, du machst es so krass sozusagen, dass das Gesundheitssystem qualitativ wahnsinnig leidet. Und du kannst auch mit dem öffentlichen Mobilitätssystem natürlich nicht so viel Profite machen und so weiter. Also so wie wir uns das vorstellen, ist es natürlich ein Angriff auf diese Logik von Wirtschaften. Letzter Punkt, und da ist die Frage, das kostet ja alles Schweinegeld. Und ihr habt es ganz kurz angetippt, aber ich weiß, dass es, oder ich vermute, ich habe es immer mal wieder gehört, dass es bei Fridays for Future auch die Debatte geht, wie finanziert man denn das alles? Und habe so den Anschein, dass man sich nicht so richtig festlegen will, ob nämlich Umverteilung oder, um ein bisschen genauer zu sein, beispielsweise eine Vermögenssteuer oder andere Instrumente nicht dringend notwendig werden und man auch darüber stärker reden muss, als nur zu sagen, was man will, sondern auch von wem man es, du hast es, glaube ich, vorhin gesagt, von wem man es auch wegnehmen will. Und dann hat man die Gegnerfrage wieder ganz auf dem Tisch. Okay, vielen Dank. Ich würde noch eine Frage hier vorne mitnehmen, weil Sie sich schon so lange gemeldet haben und ich das dann immer ignoriert habe. Ja. Gut.
Wer hier vorne? Ja, vielen Dank. Jasper Finkeler, ich bin Politikwissenschaftler und wohne in Berlin. Meine Frage ist, ich höre hier also viel, dass es sozusagen um Produktion, Ausgleich von Lohn und so weiter geht. Sowohl von politischer Seite als auch von Fridays for Future. Inwieweit sind Sie offen zur Diskussion zu Postwachstum? Also brauchen wir überhaupt 5.000 Euro, brauchen wir 6.000 Euro? Wohin soll das Geld gehen? Ist das sozusagen wirklich tatsächlich etwas, was Leute nachfragen? Ich will denselben Lohn für alle Zeit. Und natürlich geht Postwachstum auch weiter, indem man sagt, okay, inwieweit können wir regenerativer leben, inwieweit können wir sozusagen auch nur subsistenter leben und inwieweit stellen wir uns auch Fragen von Glücklichkeit anders als an Fragen des Lohns. Vielen Dank für eure Fragen. Es waren tatsächlich auch fast alle Fragen, die ich noch auf meinem Zettel hatte. Also wer möchte anfangen? Also es wurde gefragt, die europäische Ebene. Jetzt kann man auch nochmal auf den Green Deal der EU eingehen, inwieweit es das bringt. Ich glaube, die Kommission will diese Woche auch ihre Klimaziele verschärfen, also ein erster Ansatz. Dann geht es um die Frage, wer bezahlt das Ganze am Ende? Also, und wie bezahlt man es? Und die Frage Verzicht, so habe ich richtig verstanden. Oder zumindest Schrumpfung, also Degrowth. Und Streik. Ja, ich würde vielleicht mit der vielleicht schieben wir uns den Ball immer zu und jeder, dann müssen wir nicht zu lange reden. Europäische, internationale Frage. Also dieses Konzept des linken Green New Deals oder sozialökologischer Systemwechsel hat den Charme, dass es ein internationales Projekt ist. Wir streiten uns bei den Linken immer ein bisschen über den Begriff, aber in USA hat Sanders und Ocasio-Cortez haben ein ähnliches Konzept entwickelt, das auch diese Frage Arbeitsplätze, Umbau der Energieversorgung und so weiter in Übereinstimmung bringt. In England hat es Corbyn und der linke Teil von Labour gemacht, in den nordischen Ländern ähnlich. Und ich glaube, dass es zum ersten Mal eine Chance gibt, dass wir praktisch sowas wie ein internationales, fortschrittliches Projekt auf den Weg bringen können. Es ist doch klar, weder die Klimaschutzfragen, aber da ist offensichtlich, dass die überhaupt nicht national allein lösbar ist, sondern das ist ein weltweites Problem. Über das haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie ist das eigentlich in den ärmeren Ländern, die als Erste betroffen sind vom Klimaschutz und am wenigsten Emissionen in die Luft jagen. Also wir haben es hier mit weltweiten Zuständen zu tun und auch die sozialen Fragen sind weltweit. Also besteht eine Chance, sowas wie ein fortschrittliches linkes Projekt weltweit auf den Weg zu bringen. Und wenn das gelänge, dann wären wir wirklich richtig einen Schritt weiter. Vielleicht zu der europäischen Frage. Also wir sind ja mit Fridays for Future sind wir sehr europäisch vernetzt. Das sage ich auch selbstkritisch, weil die internationale Vernetzung für uns viel, viel schwieriger ist als die europäische. Hat ganz, ganz viele Gründe, aber es ist definitiv ein großer Wunsch von uns, das noch mehr zu tun. Also wir sind in aktuell ungefähr 150 Ländern aktiv, aber eben haben sozusagen, man merkt einfach schon, wir haben einen europäischen Bias bei uns. Und es hat aber den einen großen Vorteil, dass wir tatsächlich europäisch denken, uns vernetzen, zusammenwirken können. Und das hat was sozusagen wahnsinnig zukunftsfähiges in meinen Augen, weil dieses... ich fühle mich nicht deutsch, ich fühle europäisch. Ich finde für mich zumindest immer daran gescheitert, dass ich gar nicht wusste, was genau sich europäisch fühlen ist. Also ich hatte das Gefühl, viele wurden dann noch ein bisschen mit vernachlässigt. Und das ist toll, dass wir das als Klimabewegung für uns ganz anders kennenlernen können, wie das aussehen kann. Wenn man zum Beispiel an die Menschen denkt in Griechenland, die dort auch bei uns mitstreiken und zum Beispiel eine ganz andere prekäre Situation erleben, erlebe ich so eine leichte Glorifizierung von diesen von den Situationen vor Ort in dem Augenblick, wo Corona, krasse Existenzängste und die Klimaauswirkungen, die man auch zum Beispiel in Griechenland führt, so sehr spürt, ist Surprise nicht das Erste, was man macht, Massenprotest organisieren, wohl organisiert,
gerade wenn es darum geht, dass man auch Menschen sicher haben möchte. Und das ist ganz schwierig und das ist eine ganz neue Art der Herausforderung uns durch diese pandemische Situation, dass Menschen sich schnell nicht sicher fühlen können und überhaupt nicht die Mittel haben, die Zeit, die Nerven, die Geduld, was auch immer, sich zu organisieren. Das heißt, die Notwendigkeit, europäisch solidarisch zu denken, ergibt sich da auf einer ganz anderen Perspektive und gleichermaßen erleben wir eben, wie junge Menschen sagen, so, hä, Jobs und Klima, das war für immer, also das Klima nimmt mir gerade die Jobs und so. Die andere Sache sozusagen, das Potenzial, ein Green New Deal global zu denken, ist natürlich enorm. Das müssen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Was ich sehr spannend finde, was AOC ja schafft, durch eine ganz andere Art der performativen Schlagfertigkeit und auch der sozusagen selbstbewussten Frontenbildung ganz viele Diskurse oder Konflikte, die wir hier haben, unter den Tisch zu wischen oder im Keim zu ersticken. Du meinst, zum Beispiel durch eine National Jobs Guarantee. Protest. Ja. Okay. So, ja, genau. Weil wir reden hier ganz viel von Arbeitsplätzen und so, und sie sagt, hä? Natürlich wird jeder Mensch einen Job haben. Und ich finde es so charmant, weil ich denke, so, um Gottes Willen, was, ne? Einen halben Abend haben wir auch wieder darüber geredet. Das kann sie ganz anders selbstbewusst sagen. Und gleichermaßen fände ich es auch irgendwo beruhigend, dass in einem amerikanischen Green Deal Konzept ja zum Beispiel eine Krankenversicherung drin vorkommt. Und für uns, glaube ich, ein ganz wichtiger Reminder ist, dass wir nicht anfangen, amerikanische Politikkonzepte wild zu kopieren, weil es also charmant und glitzernd daherkommt, sondern uns eben auch bewusst machen, dass die Situation dort gesellschaftlich eine ganz andere ist und teilweise eben überhaupt noch nicht da ist, wo wir sind. Ja, und um noch ein bisschen Wasser in den Wein zu schütten, also hat nicht Joe Biden das Konzept gerade übernommen, das Green New Deal, bloß hat er das New weggelassen, hat die klimapolitischen Elemente extrahiert und die sozialpolitischen quasi wieder in die Ecke gestellt. Ja, ich hätte es auch besser gefunden, die hätten Sanders zum Kandidaten aufgestellt. Der Fortschritt ist eben manchmal eine Schnecke, aber mir ging es eigentlich um was anderes. Natürlich ist das nicht genau das Gleiche und es wäre ja auch gar nicht das Ziel, genau gleiche Dinge zu formulieren, sondern das muss in die gleiche Richtung gehen und der Grundgedanke ist der gleiche. Dort stellen sich eben andere Fragen. Wir brauchen nicht um eine Krankenversicherung für alle kämpfen, sondern wir müssen für bessere Bezahlung der Pflegekräfte kämpfen und ähnliche Dinge. Das muss man natürlich national anpassen, aber ich glaube, dass wir, sagen wir mal, die Gegenseite, die Konzerne, die politischen Kräfte sind natürlich top international organisiert. Und zwar nicht nur in Bewegungen, sondern in machtvollen Institutionen, wo sie auch diese Interessen immer durchsetzen. Und deswegen brauchen wir natürlich sowas wie eine internationale Vernetzung. Und das geschieht da nicht inhaltslos, sondern das muss verbunden sein, auch mit einem politisch ähnlich gelagerten Projekt, hinter dem sich möglichst viele Leute versammeln können. Und da muss auch klar sein, dass wir zum Beispiel als sehr exportorientierte Wirtschaftsnation, die zum Teil die Probleme in anderen Ländern verursacht, runter muss von dieser Exportorientierung und quasi ein anderes Produktionsmodell entwickeln muss. Das Problem haben natürlich Länder, die Defizite haben, so nicht. Also die stehen vor anderen Fragen. Aber ich glaube, es geht um die internationale Zusammenarbeit auf der Linken und auf der Bewegungsseite. Und das wäre ein Riesenfortschritt, wenn wir das hinkriegen würden, solche Vernetzung und solche Übereinstimmung in Vordergrund zu stellen. Es ist ohnehin so eine gewisse Krankheit der Linken, dass sie gerne über das Trennende diskutiert, als über das Gemeinsame. Und ich glaube, dort haben wir 70-80% Gemeinsamkeiten und das müsste eigentlich ausreichend sein, um wenigstens auch 70-80% gemeinsam zu handeln. Okay, dann war noch die Frage, wer bezahlt bzw. Umverteilung in größerem Stil? Brauchen wir eine richtig fette Vermögensabgabe, Steuererhöhung für Millionäre? So was wir jetzt hier aber sehen, das hat auch Corona nochmal sehr eindrucksvoll gezeigt, wenn man will, ist das Geld da. Und was wir auch erleben, wenn man das in dem Augenblick, wo man das quantifiziert, ist, dass wir uns die Klimazerstörung in dem Maße, wie sie gerade passiert, überhaupt nicht leisten konnten, auch noch nie leisten könnten. Fridays for Future ist ja keine Partei und wir sind nicht sozusagen politischer Akteur, der so 20-Punkte-Pläne aufstellt, zumindest nicht öffentlich.
Und ich finde das genau richtig so, weil wir auch gemerkt haben, dass es sozusagen auch was Weiße Wüste auszeichnet, ist, dass wir nicht sozusagen mittelorientiert arbeiten, sondern zweckorientiert. Und mein Gefühl ist, das habe ich auch nach der Lektüre jetzt gedacht, es mangelt uns ja absolut nicht an politischen Ideen. Und das so, wir haben sehr gut ausgestattete Ministerien in diesem Land und wir haben auch sozusagen Parteien mit wahnsinnig viel Ressourcen, kluge Strategien auszudenken. Woran es mangelt, ist der politische Wille, die Klimakrise als sozusagen in all ihrer Wucht, in all ihrer Faktizität als sozusagen anzuerkennen und sie anzugehen. Und dass wir natürlich einen Finanzierungsproblematiken haben werden durch diesen Umbau, von dem man ja sagt, er entspricht ungefähr der industriellen Revolution. Und es war schon ein Akt. Also ich war jetzt nicht da, aber ne? Das ist klar. Ich glaube nicht, dass es die Rolle von Fridays for Future sein kann, da endgültige Programmatiken aufzustellen. Und ich glaube, im Zweifel ist es auch gut für alle Beteiligten, wenn das, wenn wir da arbeitsteilig vorgehen können. Das sage ich auch latent auffordernd, also kritisch auffordernd, dass in aller Bejahung von Fridays for Future, was natürlich schön ist für uns und was uns freut und was wir entgegennehmen, wir ein latentes Outsourcing der Probleme auf unsere Schultern erleben. Und so, wir sind eine Klima-Jugendbewegung, die wirklich, wirklich viel macht. Also wir haben jetzt nicht ein Problem mit Langeweile. Und was wir aber verkörpern, ist vor allem die Aufforderung und die Ermutigung und den Anspruch an alle anderen, eben in ihrem Möglichkeitsfeld, in ihrem Rahmen zu überlegen, was denn ihr Beitrag, und auch zu reflektieren, auf welcher Seite der Geschichte stehen sie. Und in dem Augenblick, ich freue mich, dass wahnsinnig viele gute Konzepte da auf dem Tisch liegen. Und ganz persönlich bin ich natürlich überzeugt, dass wir andere Wege der Besteuerung finden müssen. Aber auf der politischen Ebene gesprochen, glaube ich, sind wir da gar nicht die Gefragtesten. Also die Herr Ritzinger und die Linke haben da sehr konkrete Vorschläge auch gemacht, wie viel das, beziehungsweise sehr genau beziffert, wie viel das Ganze kostet, 1 bis 2 Millionen über 10 Jahre, woher das Geld kommen kann, Vermögenssteuer, Millionärsabgabe, Erhöhung der Einkommenssteuer etc. pp. Ich glaube, es fehlt Ihnen eher nicht an politischem Willen als an politischem Kapital, also an Verbündeten, die das Ganze umzusetzen. Kommen wir doch noch mal zur letzten. Darf ich da noch was dazu sagen? Das ist ja wirklich der Casus Knaxus von jedem linken Regierungsprojekt. Also wenn du eine linke Regierung machen willst oder auch Rot-Rot-Grün und du stellst die Verteilungsfrage nicht, kannst du das von vornherein schon vergessen. Ja, weil also das wird ja jetzt alles auf den Tisch kommen. Also natürlich haben die das Geld von heute auf morgen mobilisieren können. Die werden aber nach der Wahl natürlich die Frage stellen, wer bezahlt das? Also das wächst ja nicht auf den Bäumen. Und deswegen wird die Verteilungsfrage uns annähernd aufgedrückt werden. Also entweder wir setzen durch, dass quasi die Reichen und Vermögenden stärker zur Kasse gebeten werden, die Aktionäre, die Konzernbesitzer, oder jeder von uns muss es bezahlen. Aber das, also darf ich da mal kurz reingrätschen, weil ich finde es nicht schlüssig, ehrlich gesagt. Ich finde es okay, wenn man das sozusagen als linkes Problem anerkennt. Aber ganz neben so Besteuerungsfragen von was ist gerecht, sind ja ein Großteil Probleme, wenn wir auf der Klimaebene bleiben, resultieren daraus, dass überhaupt nicht kostendeckend gearbeitet werden wird. Also wie lange haben denn zum Beispiel jetzt, also keine Ahnung von den Grünen, ich weiß es nicht genau, aber wie lange hat man da gesagt, boah Leute, 180 Euro die Tonne ist CO2 wert, wer bezahlt das gerade jetzt, tun wir es als Gemeinschaft? In dem Augenblick, wo wir Hitzesommer erleben, muss meine Mutter länger arbeiten und dort werden Defizite erwirtschaftet, weil die Menschen krank werden. Jedes Auto, das fährt, macht Menschen irgendwo krank, belastet Gesundheitssysteme und erzeugt wieder Kosten, die überhaupt nicht gedeckt werden können. Also wir reden von Unverteilung natürlich ganz schnell auf sozusagen einer gerechtigkeitsmoralischen Ebene, aber so bottom line, man hat jahrzehntelang überhaupt es nicht für nötig befunden, auch nur einen Diskurs darüber zu führen in einem prominenten Ausmaße, wie die Kosten und die Schäden eigentlich heute sind und was wir uns heute schon überhaupt nicht leisten können und dass das, was wir gerade machen, nicht primär Umverteilung ist, sondern erstmal Verteilung.
Kann ich das vielleicht aufgreifen, Herr Rixier, und sofort zu der nächsten Frage auf überswitchen, ganz smooth. Ja, können wir uns das denn leisten, auf unserem bisherigen Wohlstandsniveau weiterzuleben, oder müssen wir sagen, wir brauchen auch Verzicht? Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, oder? Sagen wir, wir machen einfach bloß so weiter wie bisher, es entstehen 2 Millionen neue Jobs, irgendwo hier im Dienstleistungssektor, alles wird gut, keiner muss leiden, oder müssen wir einfach ganz knallhart sagen, es geht so nicht weiter? Naja, also man muss ja dann schon die Frage stellen, über welchen Wohlstand reden wir. Also ich würde mich sehr weigern, einer Verkäuferin, die 1200 oder 1300 Euro heimbringt, oder eine Krankenpflegerin, die 1600 oder 1700 hat, zu sagen, du musst jetzt verzichten, ja, weil du bist die Ursache von dem Klimaproblem. Das stimmt ja einfach beides nicht. Also es gibt aber natürlich schon eine Gesetzmäßigkeit, was vorher gesagt wurde, umso höher die Einkommen sind und umso größer sie sind, umso höher ist der ökologische Fußabdruck. Also muss man natürlich schon irgendwo definieren, wo die Grenzen sind. Und da haben wir ja gesagt, wir wollen wirklich hohe Gehälter, also Managergehälter und andere begrenzen. Aber wir wollen nicht die kleinen Leute dafür zahlen lassen, dass quasi große Konzerne und andere davon profitieren, von dieser ganzen Klimaverschmutzung. Ich glaube, wenn wir das machen würden, dann hätten wir schon verloren. Die Leute würden sagen, das ist keine Perspektive für uns. Und deswegen verbinden wir gute Bezahlung. Und gute Bezahlung sind vielleicht nicht irgendwie 10.000 oder 15.000 Euro, aber die Leute müssen 4.000, 5.000 Euro brutto haben, damit sie ordentlich über die Runden kommen. Dann hängt ja auch das ein bisschen ab, das ist ein bisschen so ein Kern in dem Buch auch, wie man Wohlstand definiert. Also ich glaube, wir müssen davon wegkommen, dass Wohlstand nur was mit Konsum zu tun hat. Natürlich ist es auch Wohlstand, wenn du einen guten Zugang zu Bildung und Erziehung hast, zu einer wohnortnahen Gesundheitsversorgung, zu einer öffentlichen Mobilität, ja? Wenn du Zugang zu Kunst und Kultur hast, wenn alle Kinder diesen Zugang haben und eine gute Bildung bekommen, wenn man gesunde Luft hat und lebenswerte Städte. Das sind ja alles Wohlstandskriterien, nicht in erster Linie, wie oft man bei H&M Billigkleidung einkaufen kann. Das heißt, wenn das attraktiver wird für die Menschen, so eine Art von Wohlstand zu haben, wird vielleicht auch die Frage des individuellen Konsums von schnell verschleißbaren Produkten praktisch zurückgedrängt. Dafür muss aber quasi ein Begriff da sein, eine Alternative, die lebenswert ist, wo das soziale Zusammenleben der Menschen im Mittelpunkt steht, wo sie soziale Sicherheit haben und über ihre Lebensumstände mitentscheiden können, sinnvolle Arbeit haben. Ich glaube, das muss man zusammenbinden. Und dann könnte man tatsächlich über so ein Wohlstandsmodell deutlich die Emissionen zurückfahren. Das hieße deutlich weniger verschleißbare Produkte, deutlich weniger schneller Konsum, deutlich weniger Individualverkehr und vieles andere, aber verbunden mit einem Wohlstandsgewinn. Du hast ja vollkommen recht, jeder Verkehrsunfall erhöht bei uns das Bruttosozialprodukt. Und jede Zerstörung einer Infrastruktur, die wieder aufgebaut wird, erhöht das Bruttosozialprodukt, aber nicht den Wohlstand der Menschen. Okay. Ja. True. Ich bin bei der Postwachstumsfrage, bin ich voll bei dir. Ich glaube, das Problem bei der Postwachstumsansatz ist die Tatsache, dass die meisten Menschen, die bei uns über Politik entscheiden, wie gesagt, die 20. Jahrhundert-Fraktion sind, und die haben Wachstum kennengelernt als das Rezept zum Erfolg. Und in dem Augenblick, wo man sozusagen Wachstum undefiniert sozusagen als sozusagen in den Kontext von einem Post stellt, geht da alles los, nein, Leute, überhaupt nicht, Untergang und so. Und das heißt, ich glaube, die Vorstellung zu sagen, was für eine Art von Wachstum wollen wir und welchen Wachstum können wir uns leisten, wollen wir uns leisten und welche nicht, das ist die wichtige Debatte. Und ich glaube, an der Begrifflichkeit hakt es enorm. Und ich glaube wirklich, es gibt viele Menschen in diesem Land, die haben regelrecht Angst vor Nico Pech, weil sie das Gefühl haben, dass er das so uns auferzwingen kann. Aber viele kennen den gar nicht. Boah, aber ich, also so genug. Und das ist beeindruckend, aber sozusagen spricht er vor allem für diesen wunden Punkt, der da anscheinend aufgemacht hat. Wenn Wachstum gleich Erfolg ist,
wenn Wohlstand gleich Beständigkeit, Halt, Erfolg ist, dann frage ich mich so, klar, lass uns das dekonstruieren und was Neues draus machen, aber dann helfen uns eben auch neue Begriffe, neue Überschriften, loslösen davon. Die Verzichtsdebatte finde ich überholt und banal und strategisch. Ich habe auf dem Weg hierher auf ein sicheres Gefühl im Straßenverkehr verzichtet, auf saubere Luft verzichtet. Die meisten Menschen in diesem Land wissen gar nicht, auf was sie alles verzichten, unweigerlich, weil uns das irgendwie erklärt wird als Normalität oder verklärt wird als Normalität. Und in dem Augenblick, wo wir oder ich gefragt werden, ob ich denn möchte, dass Menschen auf ihr Schnitzel verzichten und ihren Flug nach Mallorca und ihr eigenes Auto, empfinde ich das als strategisch, um Ängste zu schüren, um Fronten aufzumachen und um diese ganze große, komplexe Debatte zu reduzieren auf sozusagen banale, symbolische Konsum-Einzelfälle, weg von der Frage, worauf verzichten wir eigentlich jeden Tag und worauf wollen wir nicht mehr länger verzichten, weil es eigentlich unsere Rechte sind. Okay. Wir haben es jetzt 21.03 Uhr. Es gibt aber noch zwei Wortmeldungen. Wollt ihr noch... Und eine unbeantwortete Frage. Ja, ach, stimmt, genau. Max, please, können wir das, also das ist jetzt schon wichtig auch. Ja. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir die beiden Wortmeldungen noch dazu. Du kannst auch deine Frage noch mal gerne, ihr habt die noch. Ihr habt die noch im Schirm. Haben okay. Die noch. Dann nehmen wir die beiden Wortmeldungen noch dazu und dann verzichten wir noch 15 Minuten auf unser Bier. Hallo, Matthias, vielen Dank für die interessante Debatte erstmal. Zu der Verzichtssache möchte ich gerne was sagen. Die, ich glaube, es war eine Kassiererin oder sowas, die Sie jetzt angesprochen haben, muss dann einen anderen Wohlstandsbegriff entwickeln. Das ist wohl eine gute Formulierung. Wenn man es ihr jetzt aber so vorsetzt, wird sie es wahrscheinlich schon als Verzicht empfinden. Wenn man jetzt sagt, du kannst keine Avocado mehr essen, du kannst kein Fleisch mehr essen, kannst kein neues T-Shirt mehr kaufen, sondern musst gebrauchte Sachen bei Humana kaufen. Das wird als Verzicht empfunden und deswegen ist das auch nicht, glaube ich, unbedingt strategisch und auch nicht unbedingt eine Banalität, sondern es ist eine massiver Einschnitt sozusagen in die Lebensgewohnheiten, wie sie jetzt existieren. Und das ist ja sehr unangenehm. Und das müsste man tatsächlich also entweder mit einem Gegenbegriff, also einem neuen Wohlstandsbegriff, ne, konkreten Möglichkeiten, wie wollen wir denn unser Leben führen? Also wollen wir nicht mehr in Wohnungen leben? Wollen wir nur noch vegan essen? Also wie kann so ein Leben tatsächlich aussehen, das nicht auf diesem verbrauchenden Moment basiert? Zusammengefasst, meine Anmerkung und Frage, ist das nicht ein Verzicht? Und ist, also ich glaube nicht, dass das strategisch ist. Also ich glaube, die Leute werden das als Verzicht empfinden. Sehen Sie das vielleicht auch so? Muss noch die Tüte getauscht werden. Ja, herzlichen Dank für diese sehr schöne, dieses Forum hier. Mein Name ist Petra Kostadinov und ich bin auch schon etwas älter. Ich habe zwei Kinder, die sind 24 und 27 Jahre alt und studieren. Deswegen ist mir das eben auch nicht egal, wie unsere Welt morgen aussieht. Und ich würde gern etwas vielleicht an die, also mir hat sehr gut gefallen, was Frau Neubauer gesagt hat am Anfang, dass wir uns mehr vielleicht konzentrieren auf die Punkte, die wir, ich sage mal jetzt fünf Punkte, die wir demnächst umsetzen können, als um, schaffen wir den Kapitalismus ab, weil dann kommen wir ja gar nicht dazu. Dann gibt es eine Diskussion und der eine sagt so, der andere so, aber wir tun nichts für die Umwelt. Und deswegen würde ich gerne anregen, vielleicht an die Politik, dass ich glaube, wenn wir von einer Transformation sprechen, dann ist das ja etwas, was ja lange dauert. Das passiert ja nicht in 3 Tagen oder in 2 Jahren vielleicht. Um dieses Bewusstsein für alle, dass man das Bewusstsein für alle noch mehr schärft. Was kostet das eigentlich, was ich tue? Und dass man davon wegkommt, dass man sagt, du fährst ein großes Auto, du fährst ein SUV, das ist moralisch verwerflich, weil ich glaube, wir schaffen es nicht, zu jemandem zu sagen, dein Auto ist schlecht, fahr mal bitte ein anderes. Da macht der ihn ja gar nicht mit. Sondern dass man einfach vielleicht mal sagt, was kostet das denn? Und dass so das Bewusstsein bei den Leuten, das ist ja auch nicht was von einem Tag auf den anderen, aber also ich weiß es nämlich auch ganz oft nicht, was etwas kostet. Und dann weiß derjenige das und dann kann er ja, also dass man darüber auch so ein Bewusstsein schafft.
wie am Wochenende auf dem Wannsee die großen Motorboote man gesehen hat. So, was kostet es denn, wenn ich da mit Vollgas über den See fahre und der andere hat ein Ruderboot oder ein Segelboot? Also gar nicht die moralische Keule, sondern dass mal das erstmal bei den Menschen ankommt. Und vielleicht möchte der eine gern ein großes Auto fahren und dann kann er aber irgendwo 10 Bäume kaufen, wenn er das nur unbedingt einmal möchte im Leben. Also ja, das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Die Kosten sind noch gar nicht so transparent. Gut. Dann war noch die Streikfrage offen und die zwei Fragen oder Anregungen. Müsst ihr mit der Streikfrage anfangen? Ja, gerne. Also ich würde das nicht gegeneinander stellen. Ich glaube, dass solche Massenbewegungen wie Friday for Future einen enormen politischen Druck ausgeübt haben. Und außerdem haben sie was erreicht, was wenige Bewegungen so erreicht haben. Sie haben das in die Bevölkerung reingebracht. Also auf einmal mussten auch sich die Omas und Opas mit ihren Enkeln auseinandersetzen, wie ihre Zukunft aussieht. Das heißt, die Diskussion hatte wirklich so etwas wie eine hegemoniale Seite. Es hat nicht ausgereicht, um jetzt wiederum die Politik genügend unter Druck zu setzen, aber erstmal eine Voraussetzung geschaffen, dass das Klimaschutzthema viel breiter diskutiert wird heute als vorher. Das ist enorm viel, also was eine Bewegung erreichen kann. Um wirklich gesellschaftlichen Druck aufzubauen, braucht man in der Tat mehr. Da braucht man natürlich ökonomischen Druck, weil, also ich meine, man kann diskutieren, ob man den Kapitalismus abschafft oder nicht, aber wenn du nicht die Macht der Konzerne eingeschränkt kriegst, wenigstens eingeschränkt und regulierst, dann kannst du so viele Fünf-Punkte-Pläne machen, wie du willst. Also die werden keine Bedeutung haben, weil die quasi wieder die gleichen Mechanismen durchsetzen. Also das ist auch nicht nur eine Wachstums- oder Nichtfrage. Die Länder, die nicht wachsen, verschmutzen trotzdem praktisch das Klima, sondern das ist eine Frage wirklich des Umbaus der Ökonomie. Und das wird natürlich auch die Lebensweise mit verändern. Aber das gehört zusammen. Die Leute fangen vielleicht nicht damit an. Und ich bin ja schon der Meinung, Druck braucht Gewerkschaften, braucht die organisierten Teile, braucht im Übrigen auch Parteien, die auch existieren, wenn mal gerade bewegungsmäßig nicht so viel los ist. Dann müssen wir auch was tun. Also wir können ja, Bewegungen kann man nicht machen, ja, sondern die entstehen, die gehen auch wieder zurück, entstehen von Neuem und es muss Kräfte geben, die kontinuierlich praktisch versuchen, die politischen Verhältnisse zu ändern. Und deswegen braucht man auch andere Akteure und natürlich ist ein enormer ökonomischer Druck da, wenn zum Beispiel der Nahverkehr bestreikt wird und die Leute nicht mehr zur Arbeit kommen oder wenn die Erzieherinnen streiken oder andere Kräfte in der Gesellschaft. Deswegen braucht man beides und deswegen ja auch dieser Grundgedanke des linken Grünen-Deals, ich sage bewusst linker Grünen-Deal, weil sich das völlig unterscheidet von dem, was Ursula von der Leyen macht oder andere Akteure, versucht er genau auf der gedanklichen Ebene auch die Bewegungen zusammenzubringen, auch ein Angebot an die Gewerkschaften zu sein, wie auch an die Klimaschutzbewegung. Und wenn die zusammenarbeiten, was jetzt so beginnt, dann wird man merken, wird die Politik weitaus mehr erschrecken, als wenn die nicht zusammenarbeiten. Und das haben wir ja schon beide ein bisschen gesagt. Das Bestreben quasi der bewahrenden, nicht bewahren, die bewahren ja nichts, sondern der herrschenden Kräfte ist ja immer, das zu verhindern. Dass quasi Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegungen und Klimaschutzbewegungen und Antirassismusbewegungen, dass die zusammenkommen. Deswegen werden ja auch so diese Fragen gegeneinander ausgespielt. Und wenn wir zusammenkommen wollen, dann müssen wir eben damit beginnen, gemeinsame Interessen und Vorstellungen und Ziele zu formulieren. Oder dort, wo sie da sind schon, die sind ja oft schon da, also wir reden viel über das Gleiche, auch hier wieder 70-80% über die gleichen Ziele, dass wir sie auch zusammenbringen und dann die Kräfte, die dann was verändern wollen, wirklich stärker werden in der Gesellschaft. Dann werden auch die Parteien nachhaltig was verändern. Vorher nicht, befürchte ich. Ich habe da hinten, also ich habe jetzt zwei Fragen. Ich habe mir kurz, also ich habe einmal sozusagen die Informations-, Wissens-, Transparenz-, Bewusstseinswerdung Frage und das andere geht um Verzicht und Gewohnheit.
Zu der einen Frage, wir sind ja die, also noch nie hat die lebende Bevölkerung auf der Welt so viel emittiert wie heute und noch nie hat sie so viel gewusst wie heute. Also ich würde behaupten, das ist kein Informationsproblem, möglicherweise oder sicherlich ein Informationsverteilungsproblem, also wo stehen die Informationen wie. Wir können eigentlich immer rausfinden, wo die Milch produziert ist, in welcher Postleitzahl sie ist. Und da steht aber nicht bei, was der CO2-Fußabdruck von so einem Liter Milch ist, finde ich merkwürdig. Also sozusagen so eine Art Priorisierung in der Informationsweitergabe, die strategisch scheint, sicher. Gleichzeitig finde ich schon, dass wir eigentlich den Anspruch haben müssten, in einen Supermarkt gehen zu können und einkaufen können, ohne dass wir befürchten müssen, dass an jedem zweiten Produkt entweder irgendwie so Kinderblut oder Tierleid oder sonst was immer klebt. Also mein Eindruck wäre, dass sozusagen in einer mündigen Gesellschaft oder in einer klimagerechten Gesellschaft der Mehrwert nicht ist, dass wir besser informiert Entscheidungen treffen können, sondern dass wir eine Art Gewissheit haben können, dass wir nicht in jedem Schritt, den wir tun, beim nicht genauen Hingehen 3,5 Menschenrechtsverletzungen begehen indirekt. Das wäre, denke ich, wäre eigentlich das Ziel, was man verfolgen müsste. Das hat dann ganz, ganz viel mit Regulierung zu tun. Plus, was wir ja auch erleben, dass wir ja so wahnsinnig gut geworden sind, so über Jahrhunderte und sogar in die Jahrtausende hinein, in Entscheidungsstränge zu produzieren. Also wenn ich eine Plastiktüte benutze und die dann kaufe, ja neuerdings, dann fälle ich ja in dem Augenblick so eine Art 1000-Jahr-Entscheidung, weil ich in dem Augenblick diese Last von dieser Plastiktüte einfach wahnsinnig lange, viel länger als ich leben werde, auf mich nehme. Und in dieser Welt, in der wir so schnell bewegen und so schnell produzieren und immer weiter in die Zukunft reinragen, in den Pfadabhängigkeiten, die wir produzieren, häufen wir diese ganze Entscheidung auf unsere Schultern. Und ich erlebe Überforderung an der Stelle. Ich erlebe nicht Befreiung dadurch, dass ich besser informiert diese Jahrtausendentscheidung fällen kann, sondern ich erlebe Zugzwänge und ich überlebe Überforderung, aber nichts, was ich irgendwie so utopisch assoziieren würde. Sondern das wäre eigentlich eher die Gewissheit zu sagen, in den Freiräumen, in denen ich frei handeln kann, in denen ich frei konsumieren kann und sowas, erlebe ich eine Art Sicherheit. Das ist ja auch ein bisschen was Breites. Die andere Sache ist die Frage von Verzicht und da würde ich kurz differenzieren. Wenn mich Christian Lindner bei Markus Lanz fragt, ob ich dem Mann seinen Mallorca-Flug verbieten möchte und er auf seinen Schnitzel verzichten möchte, dann ist das strategisch. Wenn wir uns hinsetzen gemeinschaftlich, nicht nur die Verkäuferin, sondern eben auch alle anderen Menschen und ihre Freundinnen und ihre Kommunalpolitiker und überlegen, was ist eigentlich das Wohlstandsmodell, von dem wir träumen, dann ist es notwendig, essentiell und alles andere als strategisch. Was ich erlebe in der von mir für strategisch empfundenen Verzichtsdebatte ist halt eine krasse Einseitigkeit, weil wir Verzicht ohne Bereicherung oder ohne Mehrwert denken. Also wieder die Klimakrise, die nicht nur, oder der Klimaschutz, der nicht nur Arbeitsplätze wegnimmt, sondern auch eigentlich alles, was uns lieb und teuer ist. Weil wir eben nicht diesen Raum schaffen, wo reflektiert wird, worauf wir eigentlich aktuell alles verzichten, was uns lieb und teuer ist. In meinem Fall zum Beispiel sagen wir eine gesicherte Zukunft auf einem Planeten, der irgendwie einigermaßen intakt ist, sondern das eben ausblenden und ersetzen, einseitig. Und das kann in meinen Augen nicht in eine fruchtbare Debatte münden. Randnotiz, ganz, ganz viel von dem, was wir jetzt vorhaben, alle zusammen, alle hier im Raum eingeschlossen, in den nächsten Jahren, im nächsten Jahrzehnt, in den nächsten Jahrzehnten, das ist nicht ein Honeymoon-Angelegenheit, das ist keine Ponyhof-Herausforderung, das ist, Zitat, Mammutaufgabe. Und ich würde auch sagen, in weiten Teilen wird es super unbequem sein, weil wir effektiv einer unglaublichen Summe an Gewohnheitsänderungen zum Beispiel begegnen werden. Was ich in dem Sinne ganz hoffnungsvoll finde, ist, alle von euch sind heute Abend hereingekommen, ganz selbstverständlich mit einer Maske in der Tasche oder in der Hand oder auf dem Mund. Und das ist eine Mini-Veränderung. Und es gibt auch Leute, die das nicht so geil finden, die da nicht mitmachen. Aber ich fand es selbstverständlich, die heute mitzubringen. Und vielleicht haben wir auch im letzten halben Jahr erlebt, dass zumindest im Kleinen Gewohnheiten auch relativ flexibel sind, wenn wir gute Gründe haben, wenn wir absehen können, warum wir das machen und wenn wir Mittel und Wege finden, das gemeinschaftlich zu tragen. Ja, vielen Dank. Haben Sie noch? Ich würde sagen, das war ein wunderschönes Schlusswort. Herr Rixiger.
Wunderbar. Aber Sie haben auch noch ein bisschen. Nein, ich wollte auch noch ein bisschen was zum Schluss sagen. Ich glaube, die. Nicht okay, übrigens, das kleine Buch. Wäre völlig falsch, der Verkäuferin zu sagen, sie muss jetzt verzichten. Wir würden sie verlieren. Oder ich würde auch den SUV-Fahrer nicht beschimpfen. Ich würde aber schon sagen, wenn wir eine Stadt haben, in der der öffentliche Personennahverkehr funktioniert, kostenfrei ist, gute Fahrradwege sind, würde ich die verkehrsfreien Zonen ausdehnen und er könnte dann mit seinem SUV nicht mehr reinfahren, weil die Gesellschaft würde ihm genügend Mobilität zur Verfügung stellen, mehr wie jetzt. Und er hat dann mit seinem SUV nicht das Recht, quasi unnötig Ressourcen zu verbrauchen und quasi die Lebensbedingungen anderer Menschen einzuschränken. Deswegen geht das Gesellschaftliche praktisch mit dem Individuellen zusammen. Das kann man nicht voneinander trennen. Und wenn die Verkäuferin keinen gebührenfreien Kindergarten hat und wenn sie für die Wohnung in Stuttgart 800 Euro zahlen muss und keine Sozialwohnung bekommt, dann kann man ihr von ihren 1300 oder 1500 Euro gar nichts wegnehmen, weil die jetzt schon nicht über die Runden kommt. Und deswegen wird dieser Wohlstandsbegriff eine gesellschaftliche Debatte sein, keine individuelle. Und ich glaube bloß nicht, dass wir eine Zukunft gewinnen können, wenn wir sagen, euch wird schlechter gehen. Also, sondern die Menschen müssen mit der Zukunft eine Bereicherung ihrer Lebensmöglichkeiten verbinden. Eine größere soziale Sicherheit als heute. Eine größere, ein größerer Zugang zu sozialen Lebensmöglichkeiten und zu gesellschaftlichen Bedingungen. Und das heißt eben dann aber nicht mehr Wachstum von individuellem Konsum und vielem anderen mehr, sondern das heißt, andere Bereiche der Gesellschaft müssen gestärkt werden. Und ich glaube, dass es ein zutiefstes Bedürfnis der Menschen gibt, sinnvolle Arbeit zu leisten, nicht die Lebensgrundlagen zu verschmutzen und dass es ein großes Bedürfnis gibt, sozial befriedigend zusammenzuleben. Der Mensch ist ein soziales Wesen, der nur im Zusammenhang mit anderen Menschen überhaupt leben kann. Er kann nicht ohne sozialen Zusammenhang leben. Und zu lernen, dass man das gestalten kann und politisch beeinflussen kann und verändern kann, das wäre, glaube ich, unsere Aufgabe. Und ich sehe da gerade auch richtig gute Chancen. Also noch nie waren so viele Leute in Bewegung wie in den letzten Jahren. In verschiedensten Ebenen gab es noch nie so große Demos, auch weltweit. Insbesondere so viele junge Menschen, die unterwegs waren für mehr Demokratie, Einfluss, Umweltschutz, Frieden und Klimaschutz auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube, wir haben eine große Chance in der Gesellschaft, was zu ändern, wenn wir das stärker zusammenführen und wenn wir daran arbeiten, dass eine andere Zukunft wirklich möglich ist. Und dazu muss natürlich eine politische Kräfteverschiebung stattfinden und dafür wollen wir uns einsetzen. Okay, das war eine richtige Wahlkampfrede schon. Genau, vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank fürs engagierte Mitdiskutieren in puncto Information. Ich übernehme nochmal den Part. Gibt es natürlich das Buch von Herrn Rixinger, was man, glaube ich, auch hier erwerben kann. Ich weiß es nicht, aber die Linkspartei sitzt dort. Es gibt das Buch von Luisa Neubauer vom Ende der Klimakrise und es gibt natürlich die Taz und die bringt jeden Tag frische Infos zum Klimawandel und was man dagegen tun kann. Und ja, danke, dass ihr da wart und das ist vielleicht der Anfang einer wunderbaren neuen Zusammenarbeit. Wir werden sehen. Und ein Applaus, bitte, danke für die Moderation. Vielen Dank. Schließe ich mich an.